Wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich zu den Netzregeln 2017, wo unser Thema heute KI, die künstliche Intelligenz, sein wird. Wir werden heute der Frage nachgehen, was wo fängt KI an, wo hört KI auf? Sind Sorgen und Ängste möglicherweise berechtigt oder sind sie völlig unberechtigt? Kann ich mich auf eine Zukunft freuen mit wesentlich mehr Annehmlichkeiten? Welche Diskussionen sind jetzt notwendig im Netz und eben auch hier mit Ihnen heute im Publikum? Schön, dass Sie alle da sind. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer dort draußen im Livestream. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Kimsi von Reisbach. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute durch den Tag führen kann, der sicherlich sehr vielseitig und auch kurzweilig sein wird. Es erwarten Sie heute zwei interessante Impulsvorträge, die den Begriff KI etwas näher einrahmen. Wo fängt KI eben an und wo hört KI auf? Der erste der beiden Impulsvorträge, der wird auf Englisch sein. Wir haben zwei Simultanübersetzerinnen in dieser Kabine ready for you. Und für diejenigen unter Ihnen, die diesen Vortrag, diesen ersten Impulsvortrag doch gerne auf Deutsch hören möchten, können Sie sich jetzt noch, wenn Sie möchten, ein Headset direkt dort am Eingang holen. Es gibt übrigens für die, die jetzt gerade noch dazugekommen sind, hier auf der Seite noch ein paar Sitzplätze, also machen Sie sich's doch gerne bequem. Wir präsentieren Ihnen heute auch insgesamt drei Praxisbeispiele, bei denen KI heute schon angewendet wird aus den Bereichen Mobilität, Gesichtserkennung und Gesundheit. Und wir werden in drei Podien verschiedene Sichtweisen diskutieren über KI und den Standort Deutschland, KI und die Auswirkungen auf die Gesellschaft und KI und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Aber der Tag heute, der soll nicht nur aus Frontalunterricht bestehen. Wir möchten wirklich, dass Sie sich auch beteiligen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne. Und wenn Sie twittern möchten, dann tun Sie das auch. Da steht jetzt nicht der Twitter-Hashtag, aber ich sage Ihnen gerne erst Netzregeln, twittern Sie los. So, und genug jetzt über den Ausblick des Tages, kommen wir zum Hier und Jetzt. Begrüßen Sie nun bitte einen der beiden Gastgeber der Netzregeln 2017. Er ist der Leiter Politische Bildung Inland für die Heinrich-Böll-Stiftung. Ein herzliches Willkommen an Herrn Peter Siller. Ja, vielen herzlichen Dank und wunderschönen guten Morgen an Sie alle. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg in die Böll-Stiftung gefunden haben und freuen uns noch mehr über eine neue Ausgabe gemeinsam mit dem Bitkom. Wir sind für die Kooperation sehr dankbar. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Christian Kulig, sehr geehrter Herr Chakraborty, sehr geehrter Herr Fetzer, wir haben uns deshalb doppelt gefreut auf den heutigen Vormittag, weil wir natürlich mit der künstlichen Intelligenz eine Frage auf dem Tablett haben, die äußerst spannend ist, die uns alle umtreibt. Und auch wenn es inzwischen viel dazu gesagt, nachgedacht wurde, wissen wir alle, dass die Frage der künstlichen Intelligenz noch in den Kinderschuhen steckt. Wir wissen ganz viel auch nicht und haben da sehr viele spannende Fragen zu entdecken, spannende grundsätzliche Fragen, aber auch spannende Anwendungsfragen, die Sie natürlich hier im Saal umtreiben an den verschiedensten Schnittstellen. Ich will vielleicht ganz kurz sagen, als politische Stiftung, die sich auch etwas grundsätzlicher diesen Fragen annähert, immer natürlich im Dialog mit der Praxis, dass es schon auch sehr interessante kulturelle Impulse gibt auf die künstliche Intelligenz. Es wird ja immer vom Hollywood-KI gesprochen, also sozusagen, wie stellt sich Hollywood künstliche Intelligenz vor, aber nicht nur als Filmfan will ich Ihnen jenseits Ihrer praktischen Frage unbedingt diese Filme ans Herz legen, weil ich schon glaube, dass da ein paar spannende Fragen gestellt werden, zum Beispiel in dem neuen Blade Runner-Film. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, das ist ein ganz hervorragender Film. Und eine Sache, die man in diesem Film zum Beispiel lernen kann, ist, dass man sich in intelligente Maschinen verlieben kann. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen.
das fällt mir zum Beispiel auch bei befreundeten älteren Menschen auf, die nicht so vertraut sind mit digitaler Kommunikation und sich wahnsinnig freuen, wenn sie eine personalisierte Mail mit persönlicher Ansprache kriegen, die sich richtig freuen. Das ist so, wie wenn man so eine Wurfsendung in Briefkasten gekriegt hat und sich freut, dass man mal wieder Post gekriegt hat. Das ist ja ein interessantes Phänomen für Gefühle, ja, dass man anfängt, sich über automatisierte Zuwendung zu freuen. So. Ich sage das deshalb, um Sie noch mal ein bisschen kurz den Horizont zu öffnen. Was man natürlich für die, sagen wir mal, die grüne politische Strömung sagen muss, das gilt aber für die deutsche Ideengeschichte weit darüber hinaus, dass es natürlich eine relativ tief angelegte Angst gibt in der deutschen Mentalgeschichte, aber nicht dort sozusagen vor technologischem Fortschritt. Und das gilt für künstliche Intelligenz ganz bestimmt doppelt. Ja? Also die Angst, dass sozusagen die Technik sich nicht nur gegenüber der Natur verselbstständigt, sondern am Ende sogar gegenüber dem Menschen selbst, Heidegger, ja, so. Auf der anderen Seite ist natürlich schon auch wichtig festzuhalten, das wäre wenigstens meine Sicht der Dinge, dass es so eine Idee gibt, dass sozusagen die naturwüchsige technische Entwicklung schon zu was Gutem führen wird. Ja. Karl Popper hat es als Historismus angeprangert, diese Idee, dass sich die Geschichte von allein ergibt, quasi naturläufig, also so ein naiver Fortschrittsoptimismus. Ich hoffe, wir sind uns einig, dass es das auch nicht sein kann. Also was ist es dann? Es ist wahrscheinlich ein Ansatz, der Technik erstmal als Potenzial begreift, als Potenzial für Emanzipation, für mehr Selbstbestimmung, auch für Entlastung von Tätigkeiten, die wir gar nicht selber machen wollen. Als ein Potenzial für Effizienz. Das interessiert uns natürlich gerade unter ökologischen Gesichtspunkten für eine gute Koordination, zum Beispiel von Verkehr. Und das heißt in der reflexiven Moderne, dass das natürlich nicht einfach eine Frage von Technologie ist, sondern dass das auch eine Frage von gesellschaftlicher Gestaltung, von gesellschaftlicher Aneignung und am Ende auch von politischer Gestaltung ist, was wir jetzt in den nächsten Stunden betrachten und darauf freuen wir uns sehr. Sie haben ein ganz tolles Programm, das muss ich nicht wiederholen, dafür vielen Dank. Zwei tolle Impulsvorträge, Praxisbeispiele, Mobilität, Gesundheit, Bilderkennung und sehr interessante Talks, Gesellschaft, Standort, sodass mir nur noch bleibt, Ihnen zu danken dafür, dass Sie da sind, wünsche eine spannende Veranstaltung und ich habe herzlich zu danken Franziska Raspe und Anja Noster von der Bitkom. Danke für die gute Kooperation und natürlich Michael Stonjenko und Julia Reitner hier aus der Böll-Stiftung, die hier vor Ort Sie begrüßen und sich um Sie kümmern. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Vormittag. Vielen Dank, Herr Siller, für diese einführenden Worte. Die Netzregeln, wie eben gesagt, findet ja als Kooperation zwischen der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Bitkom schon seit 2009 statt. Und demzufolge möchte ich Ihnen jetzt Ihren zweiten Gastgeber für heute vorstellen. Er ist seit Juli diesen Jahres Mitglied der Geschäftsführung, verantwortet die Bereiche Wirtschaft und Technologie. Und in diesem Bereich gab es gestern, vielleicht haben Sie es verfolgt, eine ganz interessante Bevölkerungsbefragung, deren Ergebnisse gestern veröffentlicht wurden, und zwar zum Thema KI. Bitte begrüßen Sie jetzt Herrn Christian Kulig. Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren, auch im Namen des Bitkom, herzlich willkommen zur Netzregeln 2017. Künstlich intelligent, das wird uns heute beschäftigen. Und ich bräuchte noch den Klicker, um durch die Folien zu gehen, der ist hier. Ich würde Sie ganz gerne am Anfang einmal fragen, wer von Ihnen nutzt denn künstliche Intelligenz im Alltag? Einfach mal die Hände heben. Der Raum liegt gut im Durchschnitt.
Das sind nämlich ungefähr 50%, die angeben, sie haben schon mal Geräte benutzt, die auf KI aufbauen. Das Interessante ist, wenn man dann mal nachfragt an die Personen, die sich nicht melden, sind sie sich sicher? Nutzen sie Google Maps? Ja, doch, das mache ich schon. Ja, und basiert das nicht auf intelligenten Algorithmen? Ja, schon, aber das ist doch nicht künstliche Intelligenz. Vielleicht doch. Das ist nämlich ein interessantes Phänomen, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Da werden wir nachher in den Impulsvorträgen, denke ich, noch einiges mehr erfahren. Wo hört das denn auf und wo fängt es an? Und ganz oft ist es so, wenn es im Alltag angekommen ist, dann sprechen wir nicht mehr von künstlicher Intelligenz, sondern dann ist es eben einfach das System, was wir nutzen. Noch eine zweite Frage. Nochmal melden. Sehen Sie eher Chancen oder sehen Sie eher Risiken, wenn Sie an künstliche Intelligenz denken? Wer sieht eher Chancen? Ja. Damit liegen Sie auch ungefähr gleich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, hier sehen wir mehr Chancen, das finde ich gut. Aber genau deswegen ist, glaube ich, so eine Veranstaltung ganz, ganz wichtig, um in den Diskurs darüber zu kommen, wohin führt das eigentlich? In welche Richtung entwickelt sich künstliche Intelligenz? In welche Richtung wollen wir künstliche Intelligenz entwickeln? Und ich war im Juni diesen Jahres in Wien auf der Biennale, die sich mit dem Thema Robotik beschäftigt hat. Und an der Wand hingen ganz interessante Sätze zum Thema künstliche Intelligenz, die schon starke Emotionen ausgelöst haben. Machines will make better choices than humans. Ja, das ist gut, wenn mir mein Arzt auf einmal evidenzbasierter sagen kann, welches Treatment für mich das Richtige ist, weil vielleicht die künstliche Intelligenz jeden Tag alle neu erscheinenden Studien lesen kann, mein Arzt aber vielleicht abends beim Glas Rotwein maximal noch eine Studie schafft. Auf der anderen Seite, was passiert eigentlich dann mit meinem Job? Was passiert mit mir, wenn Maschinen die besseren Entscheidungen treffen? Werde ich als Mensch entmündigt? Und das Ganze kann man auch etwas humorvoll betrachten. You, me, driverless car tonight. An solche Optionen hatte ich gar nicht gedacht bisher. Das fand ich ganz spannend. Was also mit künstlicher Intelligenz, das eröffnet also neue Lebenswelten. Von daher Chance und Risiko. Man kann die Geschichte als Drama erzählen, als Komödie. Ich glaube, es ist wichtig, auch diese Facettenbreite im Auge zu behalten und nicht nur schwarz-weiß zu sehen. Wir haben in der Bevölkerungsumfrage festgestellt, dass viele Bereiche genannt sind, in denen künstliche Intelligenz als Chance gesehen wird. Sie sehen im Straßenverkehr, also intelligente Verkehrsflussleitsysteme. Ich würde sagen, Thema Dieselgate, vielleicht ist das mal eine ganz andere Option, auf Grenzwerte zu schauen, um zu sagen, ja, das ist eine Diskussion, aber wir haben noch ganz andere Möglichkeiten, die außerhalb dieses Diskurses, der immer wieder geführt wird, liegen. Im Bereich Industrie, Verwaltungstätigkeiten, was ist, wenn ich beispielsweise mal vom Amt die Nachricht bekomme, hey, Ihr Personalausweis läuft ab, wir haben schon alles vorbereitet, Sie müssen nur noch digital unterschreiben, dann kriegen Sie den zugeschickt. Oder wie ist es, wenn beispielsweise, wenn ich ein Kind bekomme und schon, wenn ich aus dem Krankenhaus zu Hause bin, alle Anmeldedaten vorliegen, um die notwendigen Beträge zu erhalten und so weiter. Also man kann über vieles nachdenken, wo künstliche Intelligenz wirklich unterstützen kann. Aber, und das ist die zweite Seite der Medaille, die wir auch hier diskutieren sollten, es gibt auch durchaus Bedenken und Risiken, die gesehen werden, und das zu Recht. Wie verhindere ich Machtmissbrauch durch künstliche Intelligenz? Wie schaffe ich das eigentlich, dass der Bias, den Programmierer mitbringt, der den jedem Menschen inne ist, dass der sich nicht auf die Programme überträgt? Wie verhindere ich das beispielsweise, wenn Stau in der Stadt ist, dass nicht zuerst die potenziell reicheren Viertel bevorteilt werden bei einem Verkehrsfluss und die ärmeren Viertel hier keine Chance haben? Wie schaffe ich das, dass es zu einer gesellschaftsfähigen Lösung kommt? Und ich weiß auch nicht, ob Sie es gesehen haben, in den letzten Tagen kursiert auch ein Video, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann in Verbindung mit Drohnen, um
im Bereich intelligente Waffensysteme das ein oder andere zu tun, wo man kritisch hinterfragen muss, wollen wir das und wie kriegen wir das gut gelöst? Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Thema, bei dem wir alle zusammen eins wissen müssen. Es hat das Potenzial, und ich glaube, das ist ein Wort, was oft gebraucht wird, aber das hat ein Potenzial, wirklich disruptiv zu sein. Und ich glaube, an der Stelle stimmt das auch. Es hat das Potenzial, weitreichende Veränderungen in alle Lebensbereiche zu haben. Und die meisten sehen das ähnlich. Und das ist zwar basiert auf Unternehmen, aber ich würde das erweitern. Ich glaube, künstliche Intelligenz ist entscheidend dafür, nicht nur, ob unsere Unternehmen und die deutsche Wirtschaft und damit unser Wohlstand weiter gesichert wird, sondern auch, wie unsere Gesellschaft eigentlich in Zukunft aussieht. Und auch im internationalen Vergleich, wenn man sich das anguckt, das ist ein Beitrag vor ein paar Tagen erschienen in der FAZ, ein Wettlauf wie im Kalten Krieg. Das ist natürlich ein polemischer Titel, der aber schon den Kern des Ganzen ganz gut trifft, wenn man sich anschaut, in welchen Dimensionen die USA investieren, China investiert und auch Russland vorhat zu investieren. Und in welchen Dimensionen sozusagen dieses Thema auf eine internationale Agenda auch gehoben wird, muss man sich schon anschauen, wie steht eigentlich Deutschland hier da, wie steht vielleicht auch mit einem breiteren Blick die Europäische Union da. Und ich erhoffe mir heute von den Diskussionen auch ganz konkrete Vorschläge, was wir hier tun können, auch mit Blick auf die neue Legislaturperiode, aber nicht nur mit Blick auf Politik, die natürlich sowohl Rahmenbedingungen setzt, als auch Impulse geben kann, sondern auch im Blick auf politische Stiftungen, auf gesellschaftliche Akteure, um hier sozusagen einerseits mitzuhalten und vor allem zu gestalten in die Richtung, in die wir wollen und nicht am Ende des Tages hinterherzulaufen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine tolle Veranstaltung, viele interessante Gedanken und Impulse und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dem Gastgeber der Heinrich-Böll-Stiftung, bei dem wir das heute hier ausrichten können und bei allen, die dabei geholfen haben, dass das ein tolles Event heute wird. Vielen Dank und viel Spaß. Vielen Dank, Herr Kulig, für diese einführenden Worte und auch für die Präsentation der Ergebnisse der Befragung. Ich bin mal gespannt, wie viele Antworten wir heute zusammentragen können und wie viele praktische Handlungshinweise und Anweisungen wir auch heute mitnehmen können. Ja, der Begriff KI als solcher, der geht zurück auf das Jahr 1956. Damals fand die Dartmouth-Konferenz statt. Und dort prägten 10 Wissenschaftler als Väter von KI das Forschungsgebiet. Das Ziel damals sollte sein, Systeme zu entwickeln, deren Verhalten wir als intelligent betrachten. Was wissen wir über KI und welche Möglichkeiten bietet sie? Und was ist zumindest heute noch absolute Spekulation? Accenture Analytics befasst sich umfassend mit KI und nutzt sie auch heute schon. Sie entwerfen, entwickeln und betreiben intelligente Lösungen und gestalten die Beziehung zwischen Mensch und Maschine komplett neu. Wie genau das geht, erklärt Ihnen jetzt der Global Managing Director von Accenture Analytics. Ladies and Gentlemen, please welcome Mr. Arnab Chakraborty. Thank you, Kimsey, and good morning, everybody. Vielen Dank, Kimsey, und guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Kimsey hat ja gerade gesagt, ich bin bei Accenture Analytics. Ich bin vor 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich gehöre zu unserem Global Leadership Team und ich habe mich verliebt in den Arbeitsbereich, in dem ich tätig bin und das ist das, was ich jetzt auch mache und ich lebe heute mit meiner Familie in der Nähe von Frankfurt und das ausgesprochen gerne. Ich möchte heute etwas sagen über das, was wir bei uns bei Accenture Analytics machen. Ich sage Ihnen etwas über die Key Trends, ich sage Ihnen etwas über den Wert und den Impact von KI in unserer Welt und ich sage etwas zu den wichtigsten Überlegungen im Zusammenhang mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz. Es ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir uns über das Potenzial mit dem Potenzial von KI auseinandersetzen.
Wie ja eben schon gesagt wurde, KI ist präsent in unserem Leben. Ich arbeite mit Google Translate praktisch jeden Tag, egal ob ich eine E-Mail schreibe oder einen Brief oder eine Mail bekomme oder einen Brief. Das ist wirklich viel, viel einfacher. Im Bereich KI haben wir es mit etwas zu tun, was es gibt, seit es Computer gibt. Auch das haben Sie eben gehört, schon fast 70 Jahre, können wir sagen. Es ist eine faszinierende Sache, die in unser Leben gekommen ist. In der Mitte der 70er Jahre, als die Computer stark genug wurden, hat sich hier einiges getan. Das war die erste Welle, dann Mitte der 80er Jahre, als die ganzen Exportsysteme boomten und wir wirklich schwierige Aufgaben lösen mussten, die mithilfe dieser Systeme lesbar waren. Und in den letzten 5 bis 10 Jahren haben wir mit der Technikentwicklung die dritte Welle von KI und Computerisierung erreicht. Es gibt eine ganze Menge Fragen, die wir lösen müssen im Zusammenhang mit KI. Und es gibt eine ganze Menge Kritik natürlich, aber es sind faszinierende Entwicklungen. Zum Beispiel schafft es künstliche Intelligenz heute, den Menschen beim Go-Spiel zu besiegen. Und das ist eine faszinierende Sache angesichts der Tatsache, dass Go ein Spiel ist, das es seit Tausenden von Jahren gibt. Es gibt natürlich auch sehr viel Hype, es gibt sehr viel Buzz, aber wenn wir es aus der Perspektive der Investoren sehen, dann müssen wir natürlich auch die Finanzierung schauen, die reingeht in den Bereich künstliche Intelligenz. 50-60% werden heute ausgegeben für ML-Applikationen und einiges mehr. Wir sehen heute auch eine ganze Menge von Robotik. Wir haben ein Unternehmen, das Deep Knowledge heißt, wo ein Roboter mit im Aufsichtsrat sitzt. Und man will wirklich versuchen, in diesem Unternehmen die Markttrends aufzugreifen und die Entwicklung auf dem Markt so zu beeinflussen, dass es natürlich optimal für das Unternehmen ist. Es ist also sehr vieles möglich, wie Sie eben in der kleinen Übersicht noch einmal sahen. KI ist ein Riesenthema, das wissen Sie. Und für uns ist natürlich wichtig zu schauen, wie definieren wir KI? Multiple Kapazitäten, das ist das, was wir bei Accenture als Definition von KI sehen. Das heißt, die Möglichkeit, unterschiedliche Signale zu schicken, Videosignale, Audiosignale, sinnliche Signale in unterschiedlicher Hinsicht. Und das betten wir natürlich ein in einen Kontext und versuchen zu verstehen, was diese Signale tatsächlich bedeuten. Und dann natürlich wollen wir verstehen, wie wir handeln auf der Grundlage dieser Signale und wie wir lernen können. Und das wenden wir dann an auf Maschinen, um diese im Laufe der Zeit intelligenter zu gestalten. Die Entwicklung geht natürlich drastisch schnell. Schauen Sie sich die Kosten für Speicherkapazitäten an. Das ist ein Kostenfaktor, der alle paar Monate um ein Vielfaches sich reduziert. Gleichzeitig haben wir mehr und mehr Rechnerkapazität. Die ist heute geradezu unbegrenzt. Jetzt mit Google TensorFlow Units zum Beispiel haben wir bereits etwas erreicht, was tatsächlich unbegrenzte Rechenkapazität darstellt. Das mit billiger Speichermöglichkeit ist eine ideale Grundlage für optimale Lösungen. Und das hat natürlich drastische Konsequenzen auch für eine Vielzahl von Anwendungen. Also Bildwiedererkennung, Image Recognition, Audio Recognition. Auch da sehen wir drastische Veränderungen. Ich war letzten Monat in den USA und ich habe ein Startup besucht und die sind im Bereich Identifizierung von Bildern tätig. Sie versuchen zu verstehen, was die Bilder bedeuten. Und da sagen sie, dass sie in den letzten 12 Monaten wiederum Steigerungen von 50%, was ihre Kapazitäten angeht, erlebt haben, einfach aufgrund der enorm starken Rechnermacht und der Effizienz und Wirksamkeit bei diesen Lösungen.
Was heißt das? Was heißt das aus der Perspektive der Werte? Da haben wir eine ganze Menge von Recherche betrieben und in den letzten 6-7 Monaten haben wir mal eine ganze Reihe von Unternehmen angeschaut in den wichtigsten Ökonomien der Welt. Weltweit haben wir uns also umgetan und wir haben festgestellt, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren, also bis zum Jahr 2035, wir massive Konsequenzen sehen werden, was zum Beispiel KI angeht im Bereich menschliche Produktivität. Wir haben zwei wichtige Quellen hier. Einmal die Automatisierung. Da gibt es eine ganze Menge menschliche Routineaktivitäten, die ersetzt werden können durch andere Akteure, also Maschinen, sodass die Menschen kreativer sein können. Und gleichzeitig können natürlich Maschinen genutzt werden, um die Entscheidungen, die Menschen treffen, zu verbessern. Es wird davon ausgegangen, dass das eine Produktivitätssteigerung von ungefähr 40% bedeutet. Und das übersetzt sich natürlich unmittelbar in den wirtschaftlichen Output und in die entsprechenden Erweiterungen in den 12 wichtigsten Ökonomien der Welt. Deutschland, da haben wir ein Wachstum von 1,4 auf 3%. Und das bedeutet 1,3 Billionen US-Dollar. Das sind natürlich drastische Sachen. Und natürlich kann man auch hingehen und sagen, das ist sehr spekulativ. Und selbst wenn es nur 50% davon ist, ist es ein enormes Potenzial, was sich hier manifestiert. Das wird natürlich auch davon abhängen, wie Gesellschaften, Regierungen hingehen und auch Unternehmen hingehen und KI übernehmen und einsetzen, so dass das optimal genutzt werden kann. Wenn wir uns anschauen, woher dieser Impact kommt, dann sehen wir drei wichtige Akzeleratoren. Einmal intelligente Automation, das ist ein Wachstumsbeschleuniger. Da stellt sich die Frage, wie integrieren wir KI in die Business Processes, und zwar Frontend und Backend. Wie schafft man es, ML in den Bereich der Automation einzuführen, damit das Ganze noch intelligenter gelöst werden kann? Zweitens ist natürlich die Frage, wie wir diese Einsichten, die wir über die Daten bekommen, nutzen, um Menschen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wir nennen das Labor Augmentation und Capital Augmentation. Capital Augmentation ist vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, wie die Daten, die von den unterschiedlichen Maschinen und Geräten kommen, genutzt werden können, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass die einzelnen Produktionseinheiten zu 100% zeitgerecht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und der dritte Faktor ist natürlich der Bereich der Innovation. Wie können wir KI einsetzen, um Innovation zu treiben? Innovation in Produkten, Innovation in Services. Da reden wir von den Smart Services. Und die Frage ist, wie nutzen wir KI im Hintergrund, damit wir neue Erfahrungen für unsere Kunden möglich machen, damit wir neue Business Models schaffen, damit wir neue Service Lines entwickeln, die dann positiv und produktiv weiter genutzt werden können. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele für die einzelnen Bereiche, die ich nennen könnte. Denn wenn wir in die Welt schauen, nach Europa, in die USA, nach Asien, was die Geschäftswelt und was die Gesellschaft insgesamt angeht, sehen wir sehr, sehr viel. Erstes Beispiel: Italien. Das ist eine Sozialagentur in der italienischen Regierung, eine Behörde, die mit den Anfragen von Bürgern und Bürgerinnen tagtäglich konfrontiert ist und versucht, Antworten zu geben. Jetzt sind es vor allen Dingen ältere Menschen, Leute, die 60, 65 und älter sind, die etwas von dieser Behörde wollen. Und hier wird von der Behörde versucht, automatisierte Prozesse zu entwickeln, um die Anfragen dieser Menschen zu beantworten. Über 65.000 Nutzer konnten so in den letzten Monaten optimal bedient werden, was bedeutet, dass diejenigen, die im Amt arbeiten, frei Raum haben für andere Aktivitäten auf der anderen Seite, aber die älteren Bürger und Bürgerinnen im Land bessere Antworten, schnellere Antworten bekommen. Und angesichts einer alternden Bevölkerung, und das ist ja das, was wir überall sehen, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Entschuldigen Sie, ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Sie sehen ja hier nun das Video. Das ist ein Beispiel aus Asien. Singapur ist das, was Sie hier sehen. Safe City heißt die Initiative, die sichere Stadt. Offenbar haben wir ein kleines Problem mit dem Video. Aber gut, ich erzähle Ihnen einfach so mal die Geschichte.
Worum geht es hier? Das Safe City-Programm will Videobilder erfassen und das koordinieren mit der Verarbeitung von Natural Language auf den sozialen, in den sozialen Medien und ergänzen will, um andere Daten, um Verhalten aufzuzeichnen und zu analysieren, um dann zu antizipieren, was geschehen kann, möglicherweise, und das wird dann wiederum genutzt, um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen. Da wird also von der Regierung versucht, effizienter zu reagieren auf Sicherheitsrisiken, die Menschen in der Stadt haben. Hier gibt es ein Kommando, eine Kommandozentrale, wo dann halt analytisch die Daten genutzt werden und eingespeist werden, um dann Antworten zu finden für Fragen, die sich stellen oder Probleme zu lösen. Zum Beispiel, wenn Sie ein paar 10.000 Leute haben, die ein Stadion betreten und Sie gehen vielleicht alle rein mit einem Rucksack und kommen dann aber nach 2 Stunden ohne Rucksack raus, dann haben Sie genau ein Verhalten, was die Maschine analysieren kann. Also da kann zum Beispiel eine Maschine feststellen, dass hier etwas nicht stimmt. Jemand geht mit einem Rucksack irgendwo rein und geht aber raus ohne den Rucksack. Da ist offenbar etwas nicht in Ordnung. Und das lässt sich auch durchaus skalieren und das ist eine Möglichkeit, die KI uns bietet. Drittes Beispiel. Der Einsatz von KI, was die Betreuung von Patienten angeht. Boston Scientific forscht hier in diesem Bereich Patient Care, die Behandlung von Menschen mit schweren Erkrankungen. Wenn zum Beispiel jemand eine Herz-OP hat, dann ist es innerhalb von 30 Tagen möglich, dass der Patient, der dann nach der Entlassung wieder zurückkommt ins Krankenhaus zur Nachsorge oder zu weiteren Untersuchungen, bereits sozusagen angekündigt ist. Boston Scientific hat hier eine neue Service-Line gestartet, die heißt Advantex, die sozusagen alle die Daten bereits enthält, die der Patient im Krankenhaus hinterlässt. Und auf der Grundlage der Krankengeschichte wird dann genau festgelegt, welche weiteren Behandlungen erforderlich sind für den jeweiligen Patienten, um zu gewährleisten, dass der Patient oder die Patientin die bestmögliche Behandlung bekommt. Wir haben also hier einen klar datengesteuerten Einsatz. KI wird also hier genutzt, um Empfehlungen zu machen. Also nach der Entlassung eines Patienten wird deutlich festgelegt, welche Interventionen, Maßnahmen, Programme erforderlich sind, so dass gewährleistet werden kann, dass der Patient oder die Patientin tatsächlich auch adäquat behandelt wird und gleichzeitig wird auch nachvollzogen, ob der Patient, die Patientin, die Medikamente nimmt, die verschrieben wurden und die entsprechenden Rehabilitierungsmaßnahmen macht und so weiter und so fort. Und das fließt dann wiederum ein in das System und das bedeutet für die Krankenhäuser zum Beispiel eine 25% niedrigere Rate bei den Rücküberweisungen oder Rückfallraten, die ansonsten verzeichnet werden. Hier haben wir eine Geschichte aus Indonesien. Hier haben wir einen Familienbetrieb. Sie bauen Bäume an, haben Wälder, Millionen von Hektar und sind im Zellstoffgeschäft tätig. Hier wird nachvollzogen, wie die Bäume wachsen in diesen Wäldern und davon hängt ja die Produktivität und auch die Profitabilität des Unternehmens ab. Dann werden die Daten über Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit und Baumwachstum zusammengefügt, um zu schauen, wo im Wald die Bäume nicht wachsen oder langsamer wachsen. Hier werden dann zum Beispiel auch die Kronengröße gemessen, es werden die Blätter analysiert, die Farbe der Blätter wird analysiert und dann ist einfach klar, wo interveniert werden muss, wo zum Beispiel wieder aufgeforstet werden muss und dann gibt es Drohnen, die dort fliegen und dann das entsprechende Bildmaterial ebenfalls einspeisen in das Analytics-System und diese Analyse ist jetzt möglich, binnen von 15 Minuten. In der Vergangenheit waren es 3-4 Tage, die man brauchte, um die adäquaten Daten zusammenzutragen. Auch hier sehen wir wiederum die Macht und die Kraft und die Stärke von KI und völlig neue
Businessmodelle. Ich sagte ja gerade, wir haben das hier als Familienbetrieb. Der CEO dieses Unternehmens ist 65 Jahre alt. Der Sohn ist ins Geschäft eingestiegen und hat diese modernen Systeme eingeführt. Und das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Hier ein anderes Beispiel. Hier geht es um Blindenhilfe in Indien und wie KI genutzt wird, um blinden Menschen in Indien zu helfen. Schauen Sie sich das Video an. In den letzten 65 Jahren haben wir versucht, die Blinden und Behinderten in die Gesellschaft zu integrieren. Indien hat die größte Population von Blinden und wir versuchen mit modernen Systemen zu arbeiten, um ihnen Teilhabe an der Mainstream-Gesellschaft zu ermöglichen. Accenture ist in diesem Bereich aktiv, um Lösungen anzubieten und die aktuellste KI-Technik zu ihrem Nutzen zu nutzen. Wir haben Accessibility-Lösungen, die wir mit dem Namen Drishti versehen haben. Drishti ist der Versuch, KI zu nutzen im Interesse der Blinden. Drishti bedeutet auch Vision, Sehen. Es sind KI-basierte Ansätze, an denen Unternehmen beteiligt sind, wie Microsoft, um tatsächlich Zugang zu bieten zur Gesellschaft, um Prozesse zu entwickeln, die aggregierend und integrativ funktionieren für Menschen, die nicht gut sehen oder blind sind. Wir nutzen die jüngste KI in unseren Prozessen und Blinde haben damit die Möglichkeit, Echtzeit-Einblicke zu bekommen in das, was um sie herum passiert. Wir als Blinde haben die Möglichkeit, die Welt zu sehen, wie sie ist. Drishti hilft, Objekte zu identifizieren, die in der Nähe des Nutzers sind. Zum Beispiel hören Sie, ich glaube, da liegt ein Handy auf dem Tisch. Es ist ein schwarzes Samsung Galaxy. Das System beschreibt, was zu sehen ist, denjenigen, die nicht sehen können, liest auch Texte vor aus gedruckten Büchern oder anderen Dokumenten, analysiert die Situation, zum Beispiel, ich glaube, hier liegt ein Buch auf dem Tisch, es scheint ein Roman zu sein. Das System kann sich auch integrieren lassen in Smart Glasses, sodass diejenigen, die Sehschwierigkeiten haben, besser sehen können, zum Beispiel auf den Bildschirmen von Smartphones und so weiter agieren können. Smart Glasses sind eine interessante Sache und sie sind sehr hilfreich, eine optimale Lösung. Wenn ich zum Beispiel diese Brille berühre und dann auf mein Handy tippe, dann bekomme ich Informationen über das, was mich umgibt. Ich hatte zum Beispiel immer Schwierigkeiten zu sehen, wo ist denn hier genau der Eingang. Jetzt habe ich diese Brille und ich kann mit dieser Brille auch Glastüren sehen. Die Information des Systems, hier ist eine Glastür vor Ihnen. Mithilfe dieser Lösung kann ich jetzt auch in Gebäude, die Glastüren haben, ohne mich zu verlassen. Das sind optimale Lösungen. Die Szene wird analysiert. Zwei Menschen, ungefähr 37,3 Jahre männlich und lächelt und ein weiterer Herr, Mitte 60, Mitte 40, lächelt. Natürlich wird der Datenschutz gewährleistet und es werden auch keine Bilder gespeichert. Aber das System kann genutzt werden, auch zum Beispiel zur Identifizierung der neuen Banknoten in Indien, die oft von Blinden verwechselt werden mit geringerwertigen, älteren Banknoten. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir diese neuen Währungen, diese neuen Banknoten identifizieren können.
Hier haben wir eine 500-Rupien-Note. Wir freuen uns, dass das eine Lösung ist, die von vielen Menschen genutzt wird. Sie bietet Förderung und die Teilhabe am ganz normalen Leben. Das ist tatsächlich Sicht für uns. Ja, ich wollte Ihnen nur einen Eindruck vermitteln von den Möglichkeiten, die wir haben. Das sind ein paar Fallbeispiele, die Ihnen zeigen, was möglich ist, wie Menschen profitieren können, die ansonsten Schwierigkeiten haben, am ganz normalen Leben teilzunehmen. Wir sehen also eine ganze Reihe von Vorteilen in der Anwendung von KI. Ich habe Ihnen Beispiele genannt, habe Ihnen gesagt, dass hier zum Beispiel neue intelligente Produkte geschaffen werden können, wie zum Beispiel bei Boston Scientific, dass mehr Analytik betrieben werden kann. Und ich denke, das wird zunehmend in unseren Unternehmen und in der Gesellschaft wichtig sein, dass wir solche Lösungen einsetzen. Google Maps, noch einmal. Google Maps funktioniert mit KI. Und für mich ist es heute so, dass wenn ich eine neue Stadt betrete, ich natürlich dieses System nutze, um Wege zu finden. Es gibt aber darüber hinaus noch viele andere Applikationen und wir werden zunehmendes Vertrauen auch in diese Lösungen haben. In Deutschland geschieht das schon. Wir haben die großen Player, die daran arbeiten, um eben mehr Effizienz und Wirksamkeit zu schaffen. KUKA zum Beispiel ist hier aktiv im Bereich Robotik und ML. Es gibt neue Produkte und neue Services, die mit KI möglich sind im Bereich Backoffice. Zum Beispiel Fahrstühle, Smart Elevators, die dann zum Beispiel auch optimiert werden können zum Nutzen und im Interesse der Hotelgäste. Und wir stehen eigentlich jetzt noch am Anfang. Da wird sich sicherlich noch sehr, sehr viel tun. Und neue Dienste werden sich in diesen drei Schlüsselbereichen finden. Die Technik entwickelt sich schnell, die Technologie entwickelt sich schnell und wir werden sicherlich skalierbare Architekturen entwickeln müssen. Wir müssen die Fragen beantworten, wie wir Daten tatsächlich als Vermögenswert nutzen, wie werden Daten als Asset genutzt und wie gewährleisten wir Datensicherheit. Und schließlich und endlich ist die Frage, wie schaffen wir intelligente KI-Lösungen? Dann Nummer zwei, die Welt bewegt sich. Also da werden Fähigkeiten erforderlich sein. Wie bekommen wir das hin? Wie können wir uns auf die Zukunft vorbereiten? Also gut, Ausbildung in der Universität ist das eine. Wie kann man die Leute auch vorbereiten, dass sie bereit sind für diese neuen Tätigkeitsfelder? So, das wäre hiermit gesagt. Und es geht auch um Verantwortlichkeit. Es gibt ein großes Potenzial, all diese Schlüsselwörter. Wie werden wir alle verantwortlich letztlich? Also Algorithmen werden geschaffen, Lösungen werden auf den Markt geworfen für die Entscheidungen. Wer trägt dafür die Verantwortung? Es gibt verschiedene Fragen, alles mit dieser Blackbox. Wie kann man Kontrolle gewährleisten? Wie kann man Transparenz gewährleisten? Wie kann man sicherstellen, dass die Menschen, die für diese Algorithmen verantwortlich sind, die ihnen eigentlich helfen sollen, bessere Entscheidungen zu treffen? Wie kann man diesen ganzen kulturellen Wandel, der damit einhergeht, hinbekommen? Und wie schauen wir uns das an, diese Zukunft, die uns da erwartet? Und wie machen wir das mit der Weiterbildung? Dann der Sicherheitsaspekt. Wie können wir das sicherstellen, dass es wirklich sicher ist? Und dass da kein Missbrauch betrieben wird, dass es da nicht irgendwo Sicherheitslücken gibt, die dann eine Auswirkung haben auf das menschliche Leben und auch auf die Regierung und auf die Gesellschaft. Also letztlich geht es darum, wie können wir Vertrauen schaffen? Sehr
viele Fragen sind bereits beantwortet, viele nicht. Wir müssen vor allem aber auch diese Fragen stellen und gemeinsam mit der Geschäftswelt und mit Menschen, wie sie hier im Saal sind, da müssen wir gemeinsam uns bemühen, dass wir Antworten finden auf all diese Fragen. Also das war es im Großen und Ganzen, was ich hier vorzutragen hatte. Bleibt jetzt noch Zeit für Fragen. Gut, wenn Fragen sind, dann will ich gerne auf diese Fragen eingehen. Mikrofon kann ich Ihnen gerne aushändigen, sofern das funktioniert. Hallo, Clemens Witter. Ich arbeite hier in Berlin im Forschungsinstitut für Dialog, Robotisierung, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Zukunft und Gleichheit. Das ist mein Themenfeld. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich denke, die Frage ist nicht wie folgt zu stellen. Künstliche Intelligenz, ist sie gut oder schlecht? Ich denke, es kann in beide Richtungen losgetreten werden. Also wir müssen die Regeln aufsetzen, die uns sicherstellen, dass tatsächlich der Gesellschaft damit geholfen wird und dass es letztlich der allgemeinen Sache zuträglich ist. Das ist der entscheidende Punkt. Ich denke, da gibt es ein sehr großes Potenzial. Alles, was hier gesagt worden ist, damit bin ich einverstanden. Aber zwei Punkte, meine ich, denke ich, sollten wir auch im Kopf behalten. Potenzial von künstlicher Intelligenz, um mehr Gleichheit zu schaffen. Also beispielsweise, wenn es einen Jobmangel gibt. Sie haben da von dem Wald in Indonesien gesprochen und dann gibt es die Frage, also ich denke, diese Arbeitsplätze, die es da gibt, waren vielleicht nicht gut bezahlt, aber dennoch hatte deshalb eine Familie ein Einkommen. Was passiert jetzt mit diesen Leuten? Haben alle noch in dem Unternehmen eine Arbeit oder ja, Frage, das soziale Sicherheitssystem in Indien ist nicht wirklich hilfreich für die Familie, damit sie ihr Einkommen sicherstellen können. Also ich denke, darüber müssen wir nachdenken und dann auch Interaktion zwischen den Menschen. Lebewesen sind noch analoge Wesen. Wir müssen jemanden uns gegenüberstehend haben und wirklich ein Gespräch zu führen, das uns gefällt. Oder auch beim Telefonieren brauchen wir jemanden, der am anderen Ende der Leitung ist. Also und dann das Beispiel mit den Blinden, was hier angeführt worden ist. Diese Applikation, technische Hilfsmittel werden sicherlich sehr sinnvoll sein. Ich sehe, da ist ein großes Potenzial. Wir müssen aber auch klar sehen, Interaktion, menschliche Interaktion wird zurückgehen. Wir sehen das ja auch in der U-Bahn tagtäglich. Alle schauen nur auf ihren Bildschirm, schauen sich einander nicht mehr an. Das ist auch eine große Herausforderung. Ja, großartiger Kommentar, Clemens, von deiner Seite. Ich denke, all diese Punkte sind gleichwertig, sind alle durchaus berechtigt. Das ist eine ganz wichtige Komponente, die hier gesagt worden ist. Also so viele Treffen finden bereits virtuell statt heutzutage. Wenn man sich das mal anschaut, 20 Jahre zurück war das etwas ganz anderes. Also jetzt sagen einige, nein, nein, virtuelle Treffen, das ist nicht gut, wir müssen uns von Angesicht zu Angesicht sehen, aber gut, heutzutage sind wir fast darauf angewiesen, virtuelle Treffen zu haben. Die Welt verändert sich, wir verändern uns mit. 5 Jahre zurück, wie wir da Dinge getan haben, das tun wir heute nicht mehr. Es hat sich verändert. Es ist ein Prozess, aber wir sind dafür verantwortlich. Wie machen wir das Ganze? Um ein Beispiel zu nennen, wenn man sagt, Interaktion zwischen den Menschen, natürlich ist das wichtig. Und ein paar Monate noch, da haben da haben wir diese Roboterfabrik entwickelt. Und diese modernen Kinder, man war sich sicher, die würden dem Doktor nicht antworten. Aber wenn das waren so Babyroboter, also wenn sie das dann gut hinbekommen, dass es tatsächlich menschlich wirkt, dann hat das alles verendet. Also das ist auch ein Interaktionsgrundsatz. Der normale Grundsatz war nicht so wirklich hilfreich. Und letztlich für diese autistischen Kinder, die da behandelt worden sind, man musste das so hinbekommen, dass der menschliche Aspekt gewährleistet ist. Es kommt immer auf den Kontext an. Es kommt darauf an, wie entwickelt man die Lösungen. Auch Verlust von Arbeitsplätzen, da haben Sie vollständig recht. Wenn das alles automatisiert wird, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Dann muss man sich das vorausschauend anschauen. Was sollen wir für diese Leute bereithalten, wenn sie ihre Arbeitsplätze nicht mehr haben? Was können wir da im Vorfeld zu tun? Nicht, dass wir alles nur, wenn das Kind schon im Brunnen liegt, versuchen zu verändern. Ja. Isabella Herrmann,
Eine politische Beraterin bin ich. Vielen Dank für Ihren Vortrag. In der Tat, sehr positive Geschäftsgeschichte wurde hier gestellt. Ich habe eher eine praktische Frage. Stellen Sie sich mal vor, ein Freund von mir hat seinen Rucksack bei mir vergessen und dann soll ich das ihm beim Konzert am nächsten Tag wiedergeben. Dann gehe ich ins Konzert rein mit dem Rucksack, komme ohne Rucksack wieder raus. Jetzt heißt es also, ich hätte da eine Bombe abgelagert. Ja, wie funktioniert das genau? Ist das so nur checken, kontrollieren und Fehler entdecken, wichtige Anmerkung. Also es ist alles nicht hundertprozentig. Ein großer Teil von künstlicher Intelligenz ist ein lernendes System. Es sind keine perfekten Systeme. Ich denke, da gehen zwei Aspekte mit einher. Einmal ein technischer Aspekt. Ja, das System muss immer noch hinzulernen, gerade was du da gesagt hast. Rucksack vom Freund, was du jetzt reinbringst. Das System, ja, wird jetzt denken, aha, du bist da mit dem Rucksack, das System wissen, ja, der Rucksack war jetzt für einen Freund gedacht, sollte dann übergeben werden, der eine geht da mit raus, der andere ohne, also das sind aber wiederum dann Systeme der privaten Vertraulichkeit von Daten, also gut, das soll das System ja respektieren, dann letztlich, wie wenden wir das System an? Es ist jetzt ja nicht so, jemand geht rein ins Stadion, geht dann ohne etwas raus und dann muss also jeder überprüft werden. Also da haben wir wiederum ein anderes Problem. Wir müssen Folgendes verstehen. Was ist die Gesinnung dahin? Sicherheit ist dahinter. Und wie können wir dieses System schaffen, was kontinuierlich dazu lernt, bessere Erfahrungen mit verinnerlicht daraus lernt? Also ich hoffe, ich habe nicht wirklich eine geradlinige Antwort zu deiner Frage. Also gut, man kann nicht... Das System muss halt hinzulernen. Es braucht auch Feedback. Es braucht Rückmeldungen, damit es verbessert werden kann. Und dann Feedback muss dann auch ausgewertet werden. Also es ist auch nichts Negatives, wenn nämlich das System nicht funktioniert. Es geht ja um einen Wert, der geschaffen werden soll. Und entsprechend muss das System dann immer verbessert werden. Ich mache noch weiter. Entschuldigung, ich muss jetzt hier auch leider... Wir müssen weitermachen. Vielen Dank für die Fragen, sage ich hier. Vielen Dank. Wirklich ein herzliches Dankeschön. Ich bin noch im Saal. Ich kann auch noch auf Fragen reagieren. Ja, sicherlich gibt es noch Fragen seitens des Publikums. Wir haben auch später eine Kaffeepause. Da können Sie alle noch mal unseren Redner ansprechen. Vielen Dank. Verbotenerweise auf dem Behindertenparkplatz. Wir würden den Fahrer oder die Fahrerin doch gerne bitten, diesen Roller schnellstmöglichst wegzufahren. So, nachdem wir jetzt ein bisschen genauer wissen, um was es bei KI geht, was alles möglich ist, welche Practices es gibt, welche Use Cases es gibt, möchten wir uns jetzt in diesem zweiten Impulsvortrag so ein bisschen an Ihre Frage auch anlehnt, vielleicht an die ethischen Grundsätze und die gesellschaftlichen Fragen wenden. Wie wird sich unsere Gesellschaft mit KI verändern und wie kann sichergestellt werden, dass menschliche Werte und ethische Grundsätze nicht hinter technischem Fortschritt stehen? Und wie gehe ich mit KI als zusätzlichem Akteur im Entscheidungsfindungsprozess eigentlich um? Mit diesen und mit anderen Fragen beschäftigt sich der Mitautor des Bit-Kompositionspapiers Künstliche Intelligenz, wirtschaftliche Bedeutung, gesellschaftliche Herausforderung, menschliche Verantwortung. Begrüßen Sie bitte mit mir ein Mitglied im Vorstand des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik, Professor Dr. Joachim Fetzer. Ja, herzlichen Dank für die Einführung, für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein in der Böll-Stiftung, eine, ja, so vor 30 Jahren in der frühen politischen Sozialisation hätte ich mir das nie träumen lassen oder ich hätte davon geträumt. Jetzt ist es soweit, bin das erste Mal hier. Nein, ich bin nicht das erste Mal in den Räumen im Sustainable Development Solution Network, waren wir gelegentlich hier zu Gast. Freue mich jetzt als Mitautor dieses Bitkom-Papiers jetzt in der Böll-Stiftung zu sein. Das ist eine persönlich sehr nette Kombination. Sie haben jetzt eben in dem Vortrag sozusagen diese Aufbruchsstimmung gehört, sozusagen. Künstliche Intelligenz lernt und so. Das ist auch
ganz wichtig, und da ist natürlich auch ganz viel Marketing dabei. Ich finde es immer interessant in den Zusammenhängen, auch im Arbeitskreis Künstliche Intelligenz, beim Bitkom kommt das öfters vor, dass am Ende dieser Vorträge immer der Ruf nach Werten steht und Vertrauen und Ähnlichem. Das finde ich ganz interessant, auch neue Führungsstile gefordert werden. Letzte Woche war ich beim Sustainability Dialog von Daimler in Stuttgart. Sustainability hat eigentlich Nachhaltigkeit-Themen und da ging es also die ganze Zeit auch um Künstliche Intelligenz und die ganzen Disruptionen und alles wird jetzt ganz anders und wir haben jetzt unsere Labs und wir sind alle per Du und alle sitzen auf bunten Stühlchen in den Labs rum und Hierarchien spielen überhaupt gar keine Rolle und zum Zeichen dafür, dass Hierarchien keine Rolle mehr spielen, tragen die Vorstandsmitglieder von Daimler also keine Krawatten mehr, sondern Stiefel und Cowboyhut. Das war der Punkt, wo ich entschlossen habe, auch in dieser digitalen Sphäre weiterhin mit Krawatte rumzulaufen, weil diese Art sozusagen, wer beeinflusst eigentlich was? Kommt da eine neue Technologie und wir sagen, jetzt sollen sich dann die Werte ändern, jetzt brauchen wir ganz viel Vertrauen. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich habe überhaupt nichts gegen Werte, sonst wäre ich nicht Wirtschaftsethiker. Mein Verständnis ist nach wie vor, dass sich die Technologie den gesellschaftlichen Werten anzupassen hat und nicht gesellschaftliche Werte aus technischen Gründen sich ändern sollten. Aber dazu später. Später wird vielleicht auch deutlich, warum ich hier hinter das Wort Netzregeln vor das 2017 keinen Druckfehler gemacht habe, sondern bewusst mal das Fragezeichen hineingesetzt habe. Und vielleicht wird dann später auch deutlicher, was Datenschutz mit Pink zu tun hat. Nämlich die Frage, in dieser Transformation reden wir eigentlich über das Relevante oder über das Nicht-Relevante. Es könnte sein, dass das, was wir immer mit Datenschutzthemen benennen, sowas Ähnliches ist wie hier Pink. Und den Arbeitstitel Künstliche Verantwortung, Fragezeichen, hatte ich stehen, bevor ich vorhin den Begriff Responsible AI gelesen habe. Herr Kulig ist, glaube ich, jetzt nicht mehr im Raum. Er hatte vorhin sozusagen mehrfach gesagt, oder kam so berühmte Frage, was ist, wenn KI besser entscheidet als der Mensch? Mein kleiner Beitrag in vielen Worten zu diesem Positionspapier war, dass sich am Ende der Titel geändert hat. Das sollte nämlich ursprünglich mal heißen, automatisiertes Entscheiden. Und ich finde, wenn wir solche Transformationsprozesse anschauen, ist es hilfreich, ein bisschen auf Sprache zu achten. Und ich, auch wenn es sicher nichts für Regulatorik ist, ich plädiere dafür, dass wir bis auf Weiteres uns dann halten, den Begriff entscheiden, nur für Menschen zu gebrauchen. Eine faktenbasierte Entscheidung ist keine Entscheidung. Wir treffen auch gar nicht so viele Entscheidungen im Leben. Aber wenn wir uns darüber mal ein bisschen nachdenken, sagen, was ist eigentlich tatsächlich eine Entscheidung und wo respektieren wir als Menschen wechselseitige Entscheidungen? Wenn ich nur Fakten abarbeite und die daraus notwendigen Schlussfolgerungen ziehe, ist das eine Entscheidung? Wenn Sie damit zufrieden sind, dann ist das in Ordnung. Ich glaube, wir sollten unser Menschenbild anders strukturieren. So, aber jetzt zur künstlichen Intelligenz. Hallo, Technik. Haben Sie die PowerPoint-Folie? Könnten Sie die bitte einspielen? Und nicht die und keine PDF? Gut. Bitte? Ja, gut, dann machen wir das so. Also, eigentlich sollte jetzt nur links oben diese Kutsche stehen. Weil wenn es eine neue Technologie gibt, dann schaut man vielleicht nicht nur mal die 40 Jahre oder die 50 Jahre der Vergangenheit an, sondern nehmen wir mal eine andere Technologie, die auch eine Schlüsseltechnologie war und vergegenwärtigen wir uns ganz mal kurz, was hat sich eigentlich mit Technologie und Gesellschaft verändert und dann nochmal darüber nachzudenken, was verändert sich mit Technologie und Gesellschaft, möglicherweise an dieser Stelle in der Zukunft. Wenn Sie, das funktioniert, das ist jetzt natürlich ein bisschen selber erklärender, als wenn das stückweise einfliegen würde, vollkommen, aber das ist jetzt egal. Links oben, was ist das? Sozusagen, man ahnt das Pferd noch. Ne?
was da irgendwie eigentlich vorne mal davor lief. Also die Kutsche, wo dann irgendwann der Motor eingebaut wurde, und aus diesem Ding sind dann unsere Jaguars entstanden. Ne? So, was ist das links unten? 1800, also plus minus 1900. Das Ding ist aus der gleichen Zeit, es sieht genauso aus, aber wenn Sie auf die Räder schauen, dann sind die da ein bisschen dicker, weil da ist nämlich ein Elektromotor drin und das Ding ist batteriegetrieben. Das sind die frühen Elektroautomobile. Die gab es damals also auch schon. Und da konnte man die Batterie rausnehmen und konnte das sozusagen austauschen. Die waren auch als Taxi, haben die auch vollkommen gut funktioniert, weil die Höchstgeschwindigkeit war sowieso 15 Stundenkilometer, weil man im Wesentlichen laufen ja Menschen über die Straßen und nicht Automobile. Und Höchstgeschwindigkeit war 15 Stundenkilometer, Reichweite etwa 80 Kilometer. Das funktioniert für Taxi innerorts problemlos. So, was, wenn Sie jetzt denken, mal diese 115 Jahre dazwischen, da kommen, stehen wir jetzt plötzlich da und sagen, oh, Elektromobilität, ganz neu. Und dazwischen ist die Geschichte des motorisierten Straßenverkehrs irgendwie so gelaufen, dass wir 100 Jahre lang Elektromobilität einfach mal kurz ignoriert haben. Also, wenn ich hingehe und sage, wir stehen bei der KI heute da vorne am Anfang. Wir haben die KI eingebaut in Google Maps und in alle möglichen Sachen. Wir merken im Moment noch gar nicht, wann ist das Pferd noch dran und wann ist das Pferd nicht mehr dran. Also jetzt sozusagen Pferd und Motor für rechnet auf der anderen Seite. Jemand sitzt da, ein Berater, oder sitzt da ein Social Bot, das sind sozusagen ja mit oder ohne Pferd. Dann stehen wir da sozusagen in der frühen Phase, und wer da heute sagt, wir wissen, dass die Welt determiniert ist und wir wissen, wie jetzt die Zukunft aussieht, der hat meines Erachtens die Geschichte der Technologie, der Technikentwicklung nicht wahrgenommen. Wir hätten auch 1900 sagen können, wir bleiben bei den 15 Stundenkilometern, machen innerhalb der Orte alles grundsätzlich nur mit Elektromobilität und nur am Stadtrand darf man dann mal in einen Benziner umsteigen, wenn man eine große Strecke hatte. Hätte passieren können, ist aber nicht passiert. Will auch dafür nicht plädieren, dass es besser gewesen wäre. Nur der Umgang mit dem, was wir jetzt an Technologien haben in dieser frühen Phase, sollte uns die Entwicklungsoffenheit an dieser Stelle zeigen. So, auch das wieder, wie lenke ich jetzt die Augen sozusagen dorthin, wo ich sie gern haben möchte. Genau. Wir stehen jetzt bei was Neuem, und da gibt es dann Leute auch im Bitkom, die ich im Übrigen sehr schätze. Also die Zusammenarbeit dort finde ich ganz, ganz hervorragend. Aber also wir sind in ein neues Zeitalter eingetreten, ein kognitives Zeitalter. Ist alles richtig. Aber jeder Historiker weiß, dass die Grenzen zwischen Zeitaltern im Rückblick interpretiert werden und nicht von denjenigen, die gerade ein neues ausrufen. Die ein neues ausrufen, die können da mal Recht haben oder auch nicht Recht haben. Rechts unten hätte ich angefangen sozusagen bei Homo Deus von Herrn Harari, der sozusagen die Geschichte der Zukunft schon zweigt, wo das religiöse Zentrum der Welt nicht mehr in Jerusalem, sondern im Silicon Valley ist, wo die Menschheit sich selber in so einen biologisch-technischen Intelligenzraum hinein selber entmündigt. Der Mensch ist da reine Biologie und eigentlich ist ein Störfall der Geschichte. Das mit dem Menschen als Störfall der Geschichte hatten wir schon mal links draußen bei Kurt Deus Homo, etwa plus minus 1000 Anselm von Canterbury. Warum ist Gott Mensch geworden? Weil sozusagen der Mensch als Störfall, als Sünder eigentlich den Gott als Schöpfer so beleidigt hat, dass man diese Beleidigung eigentlich nur wettmachen kann, wenn etwas Gott Ebenbürtiges dafür stellvertretend so am Kreuz stirbt. Also ganz, in ganz groben Zügen mal Anselm von Canterbury. Aber sozusagen der Mensch als Störfall der Geschichte, und dann kommt da der Luther plus 1500 Mal dazwischen. Thomas Morus schreibt eine etwas etatistische Utopie. Dazwischen liegt Herr Kant mit der Idee, dass Menschen, also der Kant hatte sein Sokrates auch gelesen und wusste eigentlich, dass ich als Mensch immer nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß, macht die eigene Weisheit aus, und trotzdem geht er hin und sagt, habt mal Mut, euch euren eigenen Verstandes zu bedienen, obwohl dieser eigene Verstand so beschränkt ist. Warum erzähle ich diesen Unsinn? Weil ich immer wieder Folien sehe, auf denen draufsteht, KI trifft die besseren Entscheidungen. Ist eine Entscheidung eigentlich nur dann gut,
wenn sie rational ist, oder ist sie dann legitim, wenn es meine ist? Entscheidender Unterschied für Selbstbestimmung. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, obwohl der äußerst begrenzt ist. Im Normalfall zum ewigen Frieden, allgemeine Erklärung der Menschenrechte. So, und da rechts unten also dann die Dystopie. Das hier sind die vier Phasen der KI-Entwicklung und das hier war das Bild mit dem Automobilverkehr. Nur, also Epochen und Zeitalter auszurufen, von 1000, 1500, 1800, ist schon sehr mutig, was man mit dieser kleinen technologischen Veränderung hier macht. Vor allem, weil es eben nicht nur diese deterministisch skeptische Prognose von Harari gibt, sondern auch das sehr empfehlenswerte Buch des Philosophen Peter Bieri von dem Handwerk der Freiheit. Freiheit und Willensfreiheit hat man nicht, sondern erarbeitet man sich. Das ist sozusagen die Grundthese. Insofern ist das ein Auftrag und die Debatte, haben wir Willensfreiheit? Mir hat letzte Woche bei der Adenauer Stiftung einer von der technischen Seite gesagt, ja, das mit der Willensfreiheit war sowieso eine Idee, gibt es gar nicht und so weiter. Und jetzt kommen die ganzen Hirnforscher und sagen uns, dass wenn wir handeln, dann meinen wir, dass wir handeln würden, aber in Wirklichkeit läuft da biologistisch etwas ab. Stimmt alles. Und es gibt überhaupt keinen Grund, das zu bestreiten. Aber es kommt auch kein Philosoph ernsthaft auf die Idee, sozusagen auf die Schwäche des Menschen eine Zivilisation zu bauen, sondern es ist eine wechselseitige Zumutung, die wir uns haben. Und die Frage ist, nehmen wir uns diese Zumutung weg, nur weil es ein paar neue Erkenntnisse über unsere Hirnabläufe gibt. Ne? Also dass es Triebe und Automatismen gibt, ist nicht wirklich etwas Neues. Also Zukunft ist eine Aufgabe und keine Prognose. Aber trotzdem tut sich da ein bisschen was. Und man sollte es für den Alltag nicht unterschätzen. Das ist etwas Ähnliches, was wir eben da mit diesem etwas schöneren Bild hatten, aber das ist ein Auszug aus diesem Positionspapier. Was ist der Unterschied zwischen dem, was wir früher kannten, oder zumindest so, wie ich mir das vorstelle? EDV hatten wir bei Eingabe, Datenverarbeitung, Ausgabe. Das können Sie da links oben, Rechenmaschine, ich gebe etwas ein, dann wird irgendwas verarbeitet, dann kommt da so ein Zettel raus und ich habe da das Ergebnis. Rechts drüben begrüßt der japanische Roboter die Kanzlerin und im Moment ist man dann so dabei, sozusagen können die jetzt schon laufen und die sind sowas ganz Süßes, sind alle ein bisschen nach Kindchenschema gemacht. Aber gut, was steckt dahinter? Aus diesem Eingabeverarbeitung, Ausgabe ist eben geworden, dass die Eingabe halt ein bisschen komplexer geworden ist. Ne? Also wir haben das ja gerade eben an den Beispielen gesehen. Eingabe heißt eben, ich nehme Sensoren und habe unterschiedliche Bilder und fange an, mit Bilderkennung zu arbeiten. Ich Berührungen, Sensordaten, Sprache, Spracherkennung. Also letztendlich ist einfach die Form der Eingabe so weit verändert, dass man eben nicht mehr selber eintippt, sondern eben alles Mögliche aufgesogen wird. Dann in großen gesammelt. Irgendwie, ja, da steht jetzt Verstehen. Kann man jetzt wieder lang philosophieren, was heißt eigentlich verstehen? Jedenfalls die in einer Weise verarbeiten, die unserer immer ähnlicher wird und dann eben nicht nur ausgeben auf einem Zettel, dass dann ein Wort steht, sondern eben tatsächlich zu reagieren. Wenn ich dann auf die Ausgabeseite einen Roboter hinsetze, dann bewegt der sich eben auch. Ne? Aber im Prinzip ist es das gleiche Schema und das, was dann wirklich neu ist, darauf wurde ja gerade eben hingewiesen, ist dieser Feedback-Loop dahin, dass man dann eben sagt, so jetzt können wir sozusagen die Erfahrungen mit dem Handeln dann wieder verarbeiten und daraus Neues generieren. Also dass der Computer da mal den Go-Weltmeister geschlagen hat in diesem Spiel, hat jetzt nochmal sozusagen eine neue Steigerungsform bekommen, weil diese Algorithmen werden ja nicht programmiert, sondern sie werden trainiert. Also ungefähr so wie ein Hund. Und das Schöne an dem neuesten Ergebnis ist, dass die jetzt mal diese Software genommen haben und gesagt, wir trainieren die gar nicht. Wir geben der sozusagen diese 5 Regeln des Goes und lassen es einfach mal laufen. Und dann spielen die halt mal 4,9 Millionen Spiele in ein paar Tagen durch. Und dann sind sie halt noch mal erfolgreicher. Aber trotzdem, Go hat 5 Regeln, das deutsche Steuerrecht hat wie viel? Also es geht alles dann auch nicht ganz so schnell. So. Das Interessante daran ist, wenn Sie sich selber anfangen zu beobachten nach diesem Schema,
wie viel in uns Menschen eigentlich danach ist. Also nicht zu sagen, wie ähnlich wird das dem Menschen, sondern das als Anlass zu nehmen, über unser eigenes Verhalten nachzudenken, dass wir sozusagen Erfahrungen sammeln, dass wir Reaktionen sammeln. Also wenn ein Kind anfängt, laufen zu lernen, da ist da ganz viel Trial and Error dabei. Und wenn Sie einem kleinen Kind erklären, pass mal auf, ich fange mal mit dem Schwerkraftgesetz an, und wenn du das verstanden hast, dann lernen wir laufen. Dann wird dieses Kind nie laufen lernen, sondern es macht es mit Trial and Error. Und insofern sollten wir den Möglichkeiten doch gewissermaßen Raum geben, weil laufen zu lernen oder Fußball spielen zu lernen sind relativ komplexe Prozesse. Und das ist alles, alles möglich. Und aus der Unfähigkeit von Kinderkrankheiten, dass wir zum Beispiel jetzt eben noch ein sehr eingeschränktes Bild haben und im Moment vielleicht einfach nur sehen, da geht jemand mit dem Rucksack rein und ohne Rucksack raus. Klar, wenn ich so einen ausgeschenkten Bildhorizont habe, dann ist das so. In der AI-freundlichsten aller Welten würde natürlich die Verbindung dieses Rucksackbildes mit der Aufnahme aus ihrem Wohnzimmer, wo sie sozusagen den Rucksack vergessen hatten, sowieso schon gekoppelt sein und das Problem ist dann gelöst. Das wäre dann so ein lernendes System. Also ich sehe da eigentlich jetzt keine grundsätzlichen Herausforderungen und dass ich treffe auch Menschen mit sehr eingeschränktem Blickwinkel. Warum soll ich nicht AI mit sehr eingeschränktem Blickwinkel treffen? Das soll vorkommen. In der Politik heißt sowas Silo-Denken. Ja, wie halten wir es damit im Alltag? Ich hoffe, Sie sind heute Morgen gut aufgewacht. Möglicherweise der ein oder andere macht Zahnpflege. Die eine oder der andere schaut sich mal im Spiegel an. Manch einer denkt darüber nach, habe ich was im Kühlschrank? So, das. Und wenn im Kühlschrank zu wenig ist, das in der Mitte sollte jetzt eigentlich alles gar nicht da sein, dann sage ich auch, wir müssen heute nochmal einkaufen gehen. Und jetzt können wir einfach mal fantasieren, was ich hier tun könnte. Also zum Beispiel kann man seine Zähne unterschiedlich intensiv pflegen. Und überhaupt kann man unterschiedlich Gesundheitsvorsorge betreiben. Und wenn ich da drüben so eine Krankenkasse habe, oder in dem Fall mehrere, wäre es ja eigentlich überhaupt kein Problem, wenn diese Zahnbürste so Sensoren hat und natürlich auch immer merkt, wann, wie lange, ja, Sie kennen das bei Kindern, macht man so, ist das Ding jetzt durchgelaufen oder nicht, hast du das ordentlich gemacht und wenn du das ordentlich machst, dann könnte man natürlich eigentlich die Koppelung an die Datenbank und an die Höhe der eigenen Beitragssätze problemlos herstellen. Das ist nicht das Problem, das zu tun. Oder umgekehrt. Zum Beispiel, wenn in dem Kühlschrank immer ganz ungesunde Sachen drin sind, kann man das natürlich auch koppeln und bei ungesunder Ernährung die Beitragssätze anheben. Das ist sozusagen Nudging in der besseren Form. Hier ist ein Spiegel. Im Lab von PricewaterhouseCoopers dachte mir, warum laufen wir hier durch so eine Unternehmensberatung und dann stehen da so Spiegel und dann hängen da so Klamotten rum. Naja, warum? Weil man natürlich Geschäftsmodelle entwickelt, wenn in dem Spiegel Sensoren sind, die den oder diejenige sehen, die sich im Spiegel anschauen. Und einfach das macht, was ein durchschnittlicher Klamottenverkäufer auch macht. Nämlich zu schauen, was macht der eigentlich? Das finde ich in dieser Debatte das Interessante, sich jetzt dann nicht die KI anzuschauen, sondern die normalen menschlichen Prozesse. Da steht einer und dann ziehe ich den Anzug an oder die Hose und dann gefällt mir nicht. Man sieht das irgendwie an den Mundwinkeln. Und wenn jemand ein bisschen geschult ist, sieht er, okay, also mit der Hose wird das nichts. Ich muss dem schon mal die nächste bringen, weil ich muss den im Laden haben, weil ich sehe jetzt schon an seinem Gesicht, die wird er nicht haben wollen. So, jetzt kann man natürlich Gesichtserkennung machen und natürlich kann man sozusagen Algorithmen dahingehend trainieren, dass sie sehen, Menschenskinder, wie schaut denn die Person? Da kommen dann eben auch die Sätze her, sagen, Facebook kennt dich oder so. Nein, Facebook sieht, oder der Spiegel sieht allenfalls, ob ich meine Mundwinkel bewege und kann dann aufgrund Erfahrungswissen sagen, naja, alle Leute, die ungefähr so aussehen und die Mundwinkel bewegen, die kaufen vermutlich diese Hose dann nicht. So, also sollte man schon mal neue heranschaffen. Nun, das sind natürlich Geschäftsmodelle. Aber was anderes macht ein menschlicher Verkäufer ja auch nicht. Der kennt auch nicht meine Biografie, der kennt mich nicht und so. Deswegen, was man da aus diesem Spiegel noch alles machen kann. Ne? Also,
Guten Morgen, schöne Frau, schöner Mann. Sie sehen etwas arg verschlafen aus. Heute würde ich zum Frühstück das Folgende empfehlen. Übrigens ist Ihre Mittagspause nur so kurz, dass ich folgendes Kurzmenü empfehlen würde. Ich habe übrigens schon mal, so und jetzt müsste das doch da eigentlich mal weitergehen. Das ist wirklich ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich ist es schon. Weil da würde nämlich bei der PowerPoint das hier wegfallen und dann so ein automatischer Einkaufskorb, weil ich habe ja bei Rewe dieses Abo bestellt, dass mein Kühlschrank automatisch gescreent und gesichtet wird. Und insofern, wenn ich da schlechter Stimmung aufwache und dann einen langen Arbeitstag habe, was aus der Outlook-Auswertung eigentlich problemlos erkennbar ist, sollte eigentlich am Abend schon was Neues im Kühlschrank sein. Warum nicht? Ich persönlich würde mich sogar freuen, wenn ich nicht erst nachdenken muss, was muss man kochen, sondern sagen, Mensch, das Kind, bei diesem Rezept brauchst du 20 Minuten, bei diesem Rezept brauchst du 55 Minuten, können wir doch machen, können wir noch eine Alexa daneben stehen, wo man das dann vielleicht mal ein bisschen als Dialog gestaltet. So, und die spannende Frage ist jetzt, ich habe mehrere Krankenkassen, habe ich dann eigentlich jetzt hier einen Monopolanbieter? Weil diese Technologie einzuführen, könnte dazu führen, so ähnlich wie eine Wasserleitung, dass ich dann natürliche Monopole habe und sage, pass auf, wenn ich diesen Service haben will, jetzt muss man dann mal entscheiden, gibt es künftig für Nahrungsmitteleinkäufe nur noch Rewe oder nur noch Amazon? Weil die Frage, dass es 20 sind, ist dann vielleicht unwahrscheinlich. Im Übrigen würde, wenn die Animation funktionieren würde, mit dem Einblenden der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die in diesem Raum hoffentlich allen bekannt sind, dahin mit dem Kühlschrank was passieren. Weil da steht nämlich in einem der Ziele, nicht nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster überwinden. Und das ist natürlich schon eine Idee. Also bevor ich da zu meinem Schnitzel greife und die Frage, was für ein Land- und Ressourcenverbrauch ist eigentlich mit so einem Schnitzel eigentlich verbunden, da könnte es eigentlich sein, dass dieser Kühlschrank mal hier kurz die Tür aufmacht und dann kommt ein Mensch raus, steckt mir meine Banane hin, weil so viel Fleisch soll ich eigentlich gar nicht essen. Worauf ich hinaus will, ist, dass es nicht nur die bösen Kapitalisten rechts oben sind, die mit der Zahnbürste sozusagen die Prozesse anpreisen, sondern auch diejenigen, die sozusagen mit einiger moralischem Background mich zu einem besseren und gesünderen, nachhaltigeren, globalisierungstauglicheren Leben erziehen wollen. Also handlungsmöglich, und das ist ja eine ernsthafte Frage. Also wir diskutieren im Sustainable Development Solution Network die Frage, wie schaffen wir nicht nachhaltigere Konsummuster in der Gesellschaft, wo Menschen frei entscheiden können. Letzte Folie. Worüber ich jetzt gerade nicht gesprochen habe, ist das in der Mitte. Weil das in der Mitte war einfach dieses Bild von der KI. Und die ist gar nicht wichtig. Ich glaube, dass die einfach nicht wichtig ist. Wir sollten uns, so meine ich, nicht von diesen technischen Science-Fiction-Bildern sozusagen beeinflussen lassen. Es gibt keine künstliche Verantwortung. Wir müssen in der Gesellschaft klären, wie viel Selbstbestimmung beim Zähneputzen, beim Einkaufen und bei was auch immer wir uns wechselseitig als Menschen zugestehen. Das ist die Frage. Weil keiner kommt hin und gibt die Sustainable Development Goals irgendwo ein, damit ich dann noch die Ansage bekomme, bitte heute kein Fleisch essen, du hast gestern schon. Und dein CO2-Fußabdruck ist sehr problematisch. Es ist keine technische Frage, das ist eine gesellschaftliche Frage. Wie wollen wir an dieser Stelle leben? Respektieren wir Selbstbestimmung? Also in diesem Handwerk der Freiheit von Bieri, was ich vorhin hatte, stellt er diese berühmte Frage. Ist ein Terrorist Herr über seinen Willen oder Lakai eines fremden Gedankens, wenn er beispielsweise irgendwo einer Gehirnwäsche unterworfen wurde? Und seine Antwort ist, wir haben zwei Gründe, ihn trotzdem zu verurteilen, obwohl Gehirnwäsche und alles mögliche ganz schlimme Dinge. Nämlich erstens, er hatte die Gelegenheit, auch andere Dinge auf sich wirken zu lassen. Höre ich nur Alexa zu oder auch anderen, es bleibt unsere freie Entscheidung. Und wenn wir sozusagen hingehen und sagen, es ist nicht schlimm, dass die mir mein Mittagessen empfiehlt, es kommt ganz genau darauf an, kommt es als Empfehlung, kommt es als Befehl, wer darf an dieser Stelle mitreden? Und zweitens ist eine Frage sozusagen der Lebensform.
wenn wir diesen moralischen Standpunkt gegen alles Wissens einnehmen und sagen, Menschen sind für ihr Leben verantwortlich, dann ist das eine Zuschreibung, das ist keine empirische Tatsache. Wir wissen auch nicht, wie das mit der, ob jemand wirklich Demokratie kapiert, wenn er sozusagen in die Wahlkabine geht. So, das Zweite ist, das ist das, was ganz am Anfang mit Amerika und China gesagt wurde. Ich glaube, in der Schmollecke kann man nicht gestalten. Soweit ich das wahrnehme, haben wir gute KI-Forschung in Deutschland, aber keine der relevanten Unternehmen, die diese Systeme tatsächlich dann im Alltag gestalten. Das ist ein massives Problem. In den Datenkörpern, in den Algorithmen, dort wo sozusagen die Systeme lernen sind, da ist ja Kultur drin, da ist Erfahrungskultur drin. Und die Frage ist, wollen wir mit der Erfahrungskultur ganz unauffällig chinesisch und Silicon Valley mäßig geprägt oder kann man machen, ist nicht schlimm. Wir sind in einer offenen Welt. Oder haben wir nochmal den Anspruch zu sagen, hier wollen wir kultur- und geistesgeschichtlich europäisch prägen, dann müssen wir jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen. Dann brauchen wir eine eigenständige und starke europäische KI-Initiative, weil dass wir dann das Silicon Valley und China in die EU eingliedern, halte ich eher für unwahrscheinlich. Das vorletzte, die Anwendungsfelder sind die Herausforderung, nicht die Technik. Also dieses MMMM gestalten. In dem Positionspapier ist immer von MMM die Rede, nämlich Mensch-Maschine-Interaktion. Das können Sie beim Auto durchspielen, das können Sie bei Google Maps durchspielen und so weiter. Und dann Maschine-Maschine-Interaktion. So, ich habe MMMM gesagt, weil ich darauf hinweisen will, dass auch Menschen mit Menschen interagieren. Das ist zwar selbstverständlich, aber hinter den Sustainable Development Goals und hinter der Krankenkasse stehen Menschen. Und das heißt, im Kern ist erstmal die Frage, wie interagieren Menschen mit Menschen und welche Rolle spielt dann dieses Instrument. Wenn beim automatischen Ausstellen einer Meldebescheinigung ein Fehler passiert, dann ist das weniger schlimm, als wenn ein Fehler passiert bei der Verabreichung einer Infusion. So weit, so einfach. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, okay, dann sollte einfach bei der Meldemaschine, das Meldebescheinigung, das kann man die Maschine machen lassen, die Infusion muss aber immer durch einen Arzt verabreicht werden, erst durch einen Menschen. Woher wissen wir, dass der Mensch weniger fehleranfällig ist an dieser Stelle? Mein Vorschlag wäre ein ganz anderer. Bei der Meldebescheinigung kann das der Staat oder die Kommune klären, wer das ausstellt. Bei der Infusion kommt es nicht darauf an, wer die richtige Entscheidung trifft, sondern dass der Patient ein Mitspracherecht darüber hat, wem er vertraut. Vertraue ich Dr. Watson oder vertraue ich diesem Arzt? Ich kenne genügend Mediziner, wo ich sagen würde, an dieser Stelle würde ich lieber der Maschine vertrauen. Das sollte aber meine Entscheidung sein. So, das sind sozusagen Themen. Das Problem sind einseitige Abhängigkeiten, nicht Abhängigkeiten überhaupt. Also Haftungsrecht, Wettbewerbsrecht, vor allem Wettbewerbsrecht ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, an dem wir KI nochmal durchbuchstabieren müssen. Und dann Werte finde ich schon gut, aber ich glaube, dass wir beispielsweise in der Datenschutzdiskussion sehr strukturkonservativ argumentieren. Man kann natürlich sagen, dieses ganze Bild, was ich vorhin gezeigt habe, das wollen wir gar nicht, weil es geht alles gar nicht wegen Datenschutz. Oder man kann sagen, das kommt sowieso in die Frage, wie gestalten wir die jeweiligen Relationen. Manche, so habe ich den Eindruck, sagen schon, weil ich nicht weiß, was ich für richtig halte, bin ich jetzt einfach mal für das Bewährte. Weil ich nicht weiß, was die Maschinen mit uns machen, da könnte sich ja das Menschenbild verändern. Ja, das verändert sich die ganze Zeit. Wir müssen da überlegen, wohin soll es sich verändern und nicht einfach da nur konservativ für das Bewährte sein. Ich glaube, dass es entscheidend ist, jetzt nicht über die Technik, sondern eben über die Anwendungsbedingungen zu diskutieren. Und den Entscheidungswert, den ich persönlich dafür setzen würde, ist, unterscheide Mensch und Maschine. Was wir lernen sollten, meines Erachtens, ist, dass wir eben nicht mehr überrascht sind, sondern wir sagen, wir setzen die selbstverständlich im Leben ein. Niemand von uns denkt ernsthaft darüber nach. Also jeder, der einen Führerschein hat, da kommen gewisse Routinen im Umgang mit diesem Auto, da gibt es eine Verschmelzung und es gibt zwar eine Straßenverkehrsordnung, aber das Erste, was wir machen, ist sozusagen einen Führerschein, bevor wir Leute auf die Straße loslassen. Und das heißt, die Frage in dieser Interaktion,
lassen wir uns nichts einreden von der neuen Technik, sondern werden selber, bleiben selber erwachsen und nutzen die Technik als Maschine. Mehr ist sie nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Professor Dr. Fetzer. Ich muss jetzt so ein bisschen eingrätschen, weil die Zeit, die drängt. Sie haben nachher noch im Anschluss in unserem Talk die Möglichkeit, wenn Sie denn möchten, Professor Fetzer, selber Fragen zu stellen. Wir kommen jetzt zu den Praxisbeispielen aus Deutschland. Wir haben ja schon vorhin bei Mr. Chakraborty's Vortrag internationale Beispiele und Use Cases gesehen. Jetzt geht es um Deutschland. Unser erstes Praxisbeispiel wird Ihnen präsentiert vom Projektleiter für sämtliche Aktivitäten im Bereich Artificial Intelligence und Machine Learning bei der IAV GmbH. Die IAV ist ein Entwicklungsdienstleister für die Automobilindustrie. Er wird uns in den nächsten 10 Minuten über autonome Systeme und KI im Bereich Mobilität berichten. Was ist mittelfristig möglich? Was ist langfristig möglich? Und wann bekomme ich Alexa fürs Auto? Viel Spaß jetzt mit Dr. Mirko Knack. Ja, wie man an der Anzahl der Haare erkennen kann, war ich das nicht auf dem Bild dort. Ich bin, wie die Moderatorin sagte, von IAV, einem Berliner Unternehmen, das mit ungefähr 6.000 Ingenieuren weltweit Lösungen anbietet, vom klassischen Verbrennungsmotor bis hin zu Fahrerassistenzsystemen, bis hin zu autonomen Fahren. Und ich habe da das... Die spannende Aufgabe, die ist in diesen Tagen wirklich hochgradig spannende Aufgabe, die etwa 200 Leute, die sich bei uns mit dem Thema KI befassen, beziehungsweise mit KI in die Lösung einbauen, zusammenzubringen, in einer Community zu vereinbaren. Deswegen habe ich auch keine Krawatte mehr um, und, denn wir sitzen halt in einem dieser bunten Labs, und ich finde es persönlich total spannend, so zu arbeiten. Respektiere natürlich Ihre Krawatte sehr. Dazu zur Idee von IAV, und ich würde Sie kurz einige Beispiele nennen, wie wir an der künstlichen Intelligenz arbeiten. Künstliche Intelligenz, ich hatte erst gedacht, ich müsste jetzt mal großartig lange definieren, woher kommt die, was bedeutet das eigentlich. Zum Glück gab es den Einführungsvortrag dazu, deswegen will ich gar nicht mich lange darüber aufhalten, was künstliche Intelligenz in unseren Augen ist. Eine Definition ist beim autonomen System vielleicht Observe, Learn, Act. Also ein System, was autonom ist, was selber die Umgebung beobachtet, lernt, daraus Schlüsse zieht und darauf reagiert. Und das ist in erster Linie in der Mobilitätsbranche ein autonomes Fahrzeug. Ein autonomes Fahrzeug kann erst in ganz vielen Bereichen sein. Es kann ein kleiner Bus sein, der mir hinterherfährt, wenn DHL die Pakete ausgibt. Es kann eine kleine Drohne sein, die beispielsweise die Pakete bringt, wenn ich online etwas bestellt habe. Es kann aber auch das komplett autonom fahrende Fahrzeug sein. An all diesen Themen arbeiten wir, an all diesen Themen wird gearbeitet. Und der Impact auf die Gesellschaft ist durchaus ganz, ganz spannend, wenn man sich überlegt, wenn wir jetzt die letzte Meile beim Online-Handel auch noch überwinden durch ein autonomes System. Was für Konsequenzen hat das eigentlich für den noch existierenden direkten Einzelhandel? Aber auf diese Frage will ich gar nicht eingehen, sondern mir überlegen, wenn wir ein wirklich autonomes Fahrzeug haben, also ein Auto, was eigenständig durch die Gegend fährt. Wir haben da so unterschiedliche Definitionen. Bei einigen Fahrzeugen muss ein Mensch noch die letzte Kontrolle haben. Aber nehmen wir mal an, diese müsste er nicht haben, sondern es könnte auch jemand fahren, der keinen Führerschein hat, beziehungsweise im Auto ist schlicht und ergreifend keiner. Was würde das bedeuten? Da gibt es eine ganz spannende Studie. Die Leute, die hier aus dem Fenster gucken können, haben dort die OECD gesehen. Die OECD hat eine Studie gemacht, dass wir, wenn wir solche Fahrzeuge haben und konsequent auf Ridesharing, Ride-Hailing und ähnliche Sachen umsteigen, dass wir mit, und jetzt wird es spannend, jetzt wird es hochgradig spannend, mit 10% der Fahrzeuge auskommen. Und wenn wir 10% der Fahrzeuge haben, heißt das nicht, wir müssen 10% herstellen. Ein bisschen schwierig für unsere Industrie. Aber wie spannend wäre es denn, nur 10% der Fahrzeuge zu haben? Sie fragen sich, warum ist das eigentlich so? Wenn Sie ein Auto haben, dann überlegen Sie mal, wie lange haben Sie das Auto täglich benutzt? Vielleicht einmal, um zur Arbeit zu fahren und von der Arbeit zurückzukommen. Das ist eine Stunde pro Tag. Die restlichen 23 Stunden steht das Auto um. So, was würde das Ganze denn letztendlich machen? Wenn wir
hier die auf die benachbarte Invalidenstraße raufgucken, dann sieht die aktuell so aus. Und wenn wir denn 10% der Fahrzeuge hätten, die alle noch außerhalb der Stadt stehen, dann sieht sie vielleicht so aus. Nein, so sieht sie nicht aus. So sah sie zu DDR-Zeiten aus in den 80er Jahren. Aber überlegen Sie, was könnte man mit dem gesamten Platz machen, der jetzt durch Blech vollgestellt wird. So ein paar Ideen habe ich hier mal aufgezählt. Also ich finde diese Entwicklung hochgradig spannend und wir sind nicht weit davon entfernt, dass wir so etwas in unseren System einführen können. Okay, autonome Fahrzeuge. Das ist sicherlich eines der Haupttreiber in der Automobilindustrie. Aber andere Beispiele, an denen wir beispielsweise auch arbeiten, sind ebenfalls ganz, ganz spannend, wie zum Beispiel Fahrerunterstützungssysteme. Also der Fahrer kommuniziert mit seinem Fahrzeug oder die Fahrerin kommuniziert mit ihrem Fahrzeug durch Gesten, durch Sprache, durch alle möglichen anderen Eingaben. Ganz, ganz spannendes Feld. Vielleicht noch einen Schritt weitergehend. Das Fahrzeug erkennt vielleicht schon, in welcher aufgeregten Zustand ich mich befinde. Wir können alleine aus dem Gaspedal heute ziemlich gut herausfinden, ob die Besprechung von einzelnen Kollegen von uns erfolgreich gewesen ist oder nicht. Vielleicht sind das doch eher die männlichen Kollegen, aber das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall, es ist durchaus möglich, ein Fahrzeug zu haben, was durchaus antizipieren kann, was wir wollen. Da denken Sie wahrscheinlich, oh Gott, das ist ja spooky, das möchte ich gar nicht. Warum sollte ein Auto das für mich tun? Was vielleicht so ähnlich mit der Werbung. Werbung ärgert uns genau dann, wenn wir sie aber nicht wollen. Wenn das Auto das tut, was wir wollen, und ihn vielleicht in der Situation, die Innenraumbeleuchtung verändert, dann finden das viele Menschen hochgradig spannend. Ein weiterer Aspekt sind KI-gestützte Dienste, dass wir natürlich die gesamten Informationen aus den verschiedenen Daten nutzen können, um Mobilität zu verbessern, Mobilitätslösungen zu optimieren. Ein weiterer Punkt ist Predictive Maintenance oder auf Deutsch kann man es vielleicht mit vorhergesagter Wartung übersetzen. Sie finden es vielleicht ganz spannend zu wissen, dass irgendwie in vielleicht 5000 Kilometern oder 3000 Kilometern ein Teil von Ihrem Auto kaputt geht. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind vielleicht ein Spediteur und wollen eine Packung Eis über die Alpen transportieren, dann wäre es recht unpraktisch, wenn das Auto zwischendurch kaputt geht. Beziehungsweise kann man sich die relativ genau ermitteln, welche Werte dahinter stehen, wenn hochgradig teure Trucks eben nicht funktionieren. Und wir kommen zum letzten Punkt, wo wir KI signifikant in der Automobilwirtschaft einsetzen, ist das die KI-assistierte Entwicklung, dass also die Ingenieure demnächst Vorschläge bekommen, wie sie ein Teil konstruieren, wie sie einen Schlauch verlegen, wie sie verschiedene Komponenten in die Fahrzeuge letztendlich einbauen. Wir schreiben hier ganz bewusst KI-assistierte Entwicklung, nicht automatisierte Entwicklung, genau um diese Entscheidung von Professor Fetzer zu bringen. Wir schlagen den Ingenieuren vor, das und das zu tun. Letztendlich die Entscheidung bleibt bei ihnen. Aber dennoch, und das wird vielleicht zu dem Talk führen, den wir heute Nachmittag haben, wird sich die Arbeitswelt von Ingenieuren, was zu den höher bezahlten und geistigen Berufsgruppen gehört, in den nächsten 10 Jahren signifikant verändern. Und damit kommen wir zu dem letzten Punkt. Wo sehe ich die Chancen aus Sicht der Automobilwirtschaft? Wir kommen zu einer Neusortierung des Marktes. Jeder, der sich damit auseinandersetzt, wird signifikante Chancen haben. Wir werden einige Produkte bekommen, die spannend sind, die Spaß machen. Wir werden, wie ich es gezeigt habe, hoffentlich zu einem Mobilitätsverhalten kommen, der vielleicht ein bisschen weniger flächenverbrauchend ist und dann ebenfalls einige Vorteile hat. Zu den Risiken, und hier kommt das gleiche Wort, wir kommen zu einer Neusortierung des Marktes. Es wird möglicherweise die Automobilwirtschaft, die Mobilitätswirtschaft in 5 Jahren nicht mehr so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Und damit komme ich auch zu den Punkten, die auch von Professor Fetzer, wollen wir die Werte, die wir letztendlich haben, weiter dort drin sehen oder sehen wir durchaus andere Player, die intrinsisch andere Werte haben, dort dominant. Aber zu dem hauptsächlichen Punkt, deswegen habe ich hier mal dieses Metropolis-Bild angezeichnet. Das Hauptrisiko, was ich sehe, sind falsche Versprechen. Im Einführungsvortrag haben wir es gehört, die KI-Forscher haben 5-mal versprochen, dass sie innerhalb von 5 Jahren die Welt retten können. Und 5-mal haben sie es nicht geschafft.
Vielleicht schaffen sie es diesmal. Aber wenn wir diesmal behaupten, wir könnten ein Auto bauen, was autonom fährt und es aber nicht können, wie es bei dem Tesla-Beispiel der Fall gewesen ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da ist jemand zu Tode gekommen, weil er geglaubt hat, weil er an einer irreführenden Werbung geglaubt hat, es gäbe bereits einen Autopiloten. Reingedruckten stimmte das, stand alles richtig drin, das war nur ein Assistent und am Ende muss der Mensch alles machen. Aber die Werbung war da, ein Auto könnte alles. Und das ist ein Zustand, den möchte ich nicht haben. Und deswegen sind die Versprechungen, wir haben eine KI, die wird sich alleine weiterentwickeln, ähnliche Sachen, die halte ich für überzogen und die wird uns möglicherweise noch einmal einholen. Und dennoch würde ich ein Fazit wagen, dass die künstliche Intelligenz der zentrale Baustein der Digitalisierung der 2020er Jahre ist. Man setzt sich noch eins drauf. Ich denke und ich bin mir überzeugt davon, dass der Einfluss der KI den Einfluss übertreffen wird, den die Plattformen auf das Geschäft der 2010er Jahre hatten. Und wenn Sie mir bedenken, wie viel wert ist heute ein Booking.com, was kein einziges Hotel hat, gegenüber einem TUI, dann wird dieser Einfluss relativ klar. Wie groß ist der Einfluss bereits heute von Facebook, Google und so weiter auf unser Leben, kaum zu unterschätzen. Und ich bin sicher, die KI wird in der nächsten Dekade diesen ähnlichen Einfluss haben. Und deswegen müssen wir uns halt beschäftigen, Deutschland kann eine gute Wettbewerbsposition haben, wenn wir unsere traditionellen Stärken, ein gutes Engineering, ein gutes Verständnis des physikalischen Prozesses mit dem Data Analytics verbinden. Und wenn wir das können, dann können wir das auch machen, aber nur dann. Und das sollten wir auch tun. Und damit bin ich am Ende meines Vortrages und freue mich auf Fragen, wenn es noch die Zeit erlaubt. Keine Fragen. Vielen Dank, Dr. Knack. Nicht, weil es nicht bestimmt schöne Fragen aus dem Publikum gäbe, aber weil die Zeit einfach drängt. Vielen Dank, Dr. Knack. Wir kommen von der Mobilität in den nächsten Bereich der Praxisbeispiele und jetzt geht es um die Welt des Gesundheitswesens. Wie schafft die Technik es, Generationen nicht länger voneinander zu trennen, sondern miteinander zu verbinden und Generationen zu verknüpfen? Wie können ältere Menschen länger selbstbestimmt und vor allem zu Hause leben? Das erklärt uns nun Diana Heinrich, CEO und Gründerin der Lindera GmbH. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Wunderbar. KI hier, Altenpflege da. Ich glaube, es gibt Bereiche, die könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Also so nehmen wir es, glaube ich, aktuell alle noch wahr. Ich würde ganz gerne mal von der anderen Seite starten. Wir leben in einer vernetzten Gesellschaft. Ich glaube, es ist einer der beliebigsten, austauschbarsten, abgelutschtesten Sätze, die wir gehört haben. Und eigentlich haben wir es auch schon immer getan. Nicht der Pharao in Ägypten hat seine Bewässerungsgräben gemacht, sondern das erste Netzwerk an Beamten. Und wenn wir uns heute anschauen, leben wir doch irgendwie, irgendwas ist anders. Irgendwas ist an unserer Zeit doch was da kein Kontinuum bildet. Ich bin noch in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen, alle unter einem Dach. Uns ist allen klar, dass heute beide Partner arbeiten gehen müssen, dass ein Verdiener nicht mehr reicht, was einfach Familienstrukturen in eine andere Rolle bringt. Wir haben in den 90er Jahren unglaublich viele Trennungen gesehen. Wir haben über das Erasmus-Programm gelernt, dass wir überall in die Welt hinausgehen können und auch nicht unbedingt immer an den gleichen Ort zurückkommen. Und doch stehen wir heute hier. Und wenn man fragt, was uns eigentlich wichtig ist, wir haben es oft eben das Thema Werte gehört und ich glaube für die allermeisten ist es einfach Familie. Egal, wie wir heute leben, wir leben nicht mehr alle unter einem Dach und trotzdem ist so dieser Nukleus das Größte, was uns halt eben passieren kann, immer noch nach wie vor Familie. Sophie, so aus einer persönlichen Perspektive für jeden Einzelnen, wenn wir uns die Gesundheitsbranche anschauen, dann hatten wir mal irgendwann eine junge Generation. Wir haben Ärzte kennengelernt als Allmacht, als die Götter in Weiß. In den 90ern wurde mir zumindest extremst abgeraten, einen Pflegeberuf, also ins Krankenhaus zu gehen, in die Pflege zu gehen, weil es gab keine Ausbildungsplätze.
Jetzt stehen wir da, wir fragen entweder Dr. Google oder beklagen den Fachkräftemangel, weil irgendwie möchte diesen Job keiner mehr machen. Und Fachkräftemangel heißt ja nicht nur, dass wir zu wenig Arbeitskräfte in der Pflege haben, sondern vor allen Dingen auch, dass wir mit unglaublich verschiedenen Erfahrungshorizonten konfrontiert sind. Obwohl jemand eine richtig gute, menschliche, tolle Pflege machen kann, schafft er aber wahrscheinlich in Deutschland nicht immer unbedingt die Dokumentationsanforderungen, diese Romane in diese verschiedenen Tools einzugeben. Und wenn wir auf der einen Seite, wir haben das riesige Anspruchsverhalten als Familie und auf der anderen Seite eben diese ein Markt an Fachkräften, der einfach das nicht hergibt, was wir brauchen, um beides zusammenzubekommen. Und jetzt haben wir so zwei Möglichkeiten, wie wir da weitergehen. Wir können das neue Ordnungsamt schaffen, wir können mit Absprachen der großen Player irgendwie versuchen und da auch Vorbilder aus anderen Branchen nehmen, um zu schauen, wie kommen wir da weiter. Oder nächster Schritt, wie sind wir weniger Ordnungsamt, sondern mehr TripAdvisor? Wie können wir das Wissen besser vernetzen, das wir haben? Wie kommen wir auch an ganz neue Kooperationen, dass beispielsweise Lidl mit einer Deutschen Bahn kooperiert oder dass eine Stadt Duisburg auf dem Land mit einem Startup wie Door-to-Door spricht. Also Door-to-Door als ein Beispiel, künstliche Intelligenz, wenn wir in der alternden Bevölkerung denken, wie kann man Mobilität auf dem Land sicherstellen und wirklich von Ende zu Ende denken, als ein KI-Beispiel. Ein anderes Beispiel, nicht unbedingt KI, aber auch da drückt sich wieder aus Nachbarschaft. Irgendwo haben wir aktuell so einen Sog nach Nähe, was wir suchen. Oder auch eine andere Krankenversicherung, die komplett über die Entscheidung über Daten anbringen möchte. Und wenn wir die technischen Möglichkeiten, was es aktuell gibt, und dann uns wieder auf den Pflegemarkt schauen, was sind so die Herausforderungen? Pflege und alles im Gesundheit ist, wir wollen irgendwie alles. Es muss absolut effizient sein, die Ressourcen müssen bestmöglich allokiert werden, sowohl unsere eigene Zeit, also wer will schon beim Arzt noch so lange warten, Termin ausmachen, als auch die sicherlich von den Leistungserbringern, von den Versicherern. Wir wollen auf jeden Fall nochmal von Dr. Watson, von Dr. Google, von Ada Health die Diagnose vom Arzt challengen. Ist das auch wirklich das Maß aller Dinge? Es muss absolut personalisiert sein, genau auf uns passen. Teamwork, also bitte dann auch der Pflegekraft direkt Bescheid geben, dass das alles so aus einem Guss, also im besten Fall so, als würden wir alle noch unter einem Dach leben, der Hausarzt schaut vorbei, die Pflegekraft ist am Bett, die Familie ist da, man kennt mich als Person, man kennt mich mit meinen medizinischen Bedürfnissen. Und natürlich, also datenschutzsicher soll es auch sein und irgendwie auf jeden Fall auch noch bezahlbar. Und mit diesem Anspruchshalten stehen wir da und haben jeder in seinem Portemonnaie eine Gesundheitskarte, die gerade mal Name und Versicherungsnummer drauf hat. Das ist so der Status quo. Wir machen Assessments, sei es mit dem ersten Gesundheitsmarkt, mit dem zweiten. Wir haben Pflegekräfte, die kontinuierlich am Patienten sind, die in diese wunderbaren grauen EDV-Systeme, die so eine Inkarnation, wir haben eben die DDR auf der Straße gesehen. Ich glaube, viele Pflege-IT-Systeme sehen aus wie die DDR auf dem Bildschirm. Also wir haben ein unglaubliches Wissen, was wir aber nur dazu nutzen, Leute zu kontrollieren, die einfach eine Ausbildung in der Pflege gemacht haben. Und niemand ist, glaube ich, also ich kenne niemanden, der eine Motivation hat, in die Pflege zu gehen, um halt die Dokumentationen zu machen. Und was wir so mit unseren Kunden machen, also wir haben selber einen Mobilitätstest zur Schutzprävention bei Senioren entwickelt. Und das Kundenfeedback bei uns ist immer dieser Gedanke Vernetzung, ein Bindeglied zwischen diesen Welten zu sein. Also da wieder hinzukommen in dieses Mehrgenerationenhaus, das einfach das Wissen, der eine kennt die Persönlichkeit, der andere kennt die medizinischen Diagnosen, dass man da Stück für Stück diese Vernetzung auf eine sehr menschliche Art und Weise hinbekommt und diese Stolpersteine in dieser fragmentierten Welt ausräumt. Also wir selbst als KI-Unternehmen wollen eine Daten-,
Ja, wie sollte man, also Intelligenz doch in die Pflege bringen. Weniger, dass es einfach nur aus Kontrollzwecken Dinge aufgenommen werden, sondern wie kann man Schritt für Schritt das Wissen vernetzen. Dieser Gedanke, dass man das Pflegeteam vernetzt und weg von diesem davon kommt, so hey, hier ist eine App, Pflegekraft hat eingecheckt, Pflegekraft war eine Minute zu lange, eine Minute zu kurz da. Das ist, glaube ich, einfach einer der dämlichsten Dinge, die man mit Technologie machen kann. Also Menschen, die im Sozialberuf sind, so mit Technik zu drangsalieren. Und wie kommt man eher damit hin, das Wissen zu vernetzen der einzelnen Akteure? Was wir dazu beispielsweise machen und da eben KI ist, diese geriatrischen Assessments, diese Gangbildanalysen, die Pflegekräfte auch extremst schätzen, sehr, sehr einfach übers Phone machen zu lassen, sodass eben dem ganzen Pflegeteam dieses Wissen aus der Geriatrie zur Verfügung steht und man damit eben Stürze verhindert und auch die richtigen Entscheidungen trifft und umsetzt. Und da bringen wir beispielsweise die körperlichen Faktoren, Psyche und Wohnen zusammen, um auch diesen ganzheitlichen Blick in das Team zu bringen. Ich hatte es mal kurz dargestellt beim Thema KI, weil wenn wir über künstliche Intelligenzen sprechen, hat jeder irgendwie so seinen eigenen Mehrwert, den er daraus zieht. Die einen wollen Kosten sparen, die anderen wollen weniger Hassel mit einer Dokumentation haben, wenn man es auf die Pflege bezieht. Die anderen wollen lange und selbstbestimmt leben. Und diese Fragmentierung der Ansprüche haben auch gleichzeitig, glaube ich, eine Riesenchance, auch hier in Deutschland Dinge weiterzuentwickeln. Und auch selbst diesen Gesundheitsstandort weiterzubringen. Ja, und das war's von meiner Seite. Vielen Dank an Frau Heinig von Lindera. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Praxisbeispiel. Und hier geht es um ein innovatives Startup-Unternehmen, das KI für Industrieanwendungen einsetzt. Es hat ein Deep Learning-System entwickelt, welches Videos in Echtzeit analysieren und deren Daten auswerten kann. Deep Learning ist die Methode des maschinellen Lernens, die auf künstlichen neuronalen Netzen besteht und die zum Beispiel bei AlphaGo verwendet wurde. Das Startup 20 Billion Neurons, kurz 20BN, nutzt es unter anderem für die Erkennung von Aggressionen im öffentlichen Raum, für Diebstahlerkennung oder auch um Stürze von älteren Menschen zu erkennen. Begrüßen Sie nun den Mitbegründer von 20BN, Dr. Florian Hoppe. Ja, vielen Dank für die Einführung und ich starte mit auch noch mal ganz kurz mich vorzustellen, sozusagen noch ein bisschen knapp Eindruck haben. Also ich bin promovierter Informatiker. Ich beschäftige mich sozusagen mit diesen Techniken, die wir jetzt benutzen, die wir hören seit knapp 20 Jahren. Und habe 20BN mitgegründet, bin aber auch als freistehender Berater sozusagen unterwegs. Und ja, tatsächlich möchte ich gleich mit einem Beispiel beginnen sozusagen. Also das Oberthema sozusagen meines Teils ist hier über Bildverarbeitung zu sprechen. Wo stehen wir? Welche Möglichkeiten, welche Anwendungen gibt es eigentlich? Ja? Und unser Beispiel ist halt wirklich Videoanalyse zu machen. Und da habe ich hier dieses Video, wo das hoffentlich jetzt, können Sie ja starten? Ich kann das von hier aus. Genau. Hier sehen Sie einen Mitarbeiter von uns und der steht vor unserem System und das, was Sie unten als Text sehen, das ist sozusagen das System, was es ausrechnet aufgrund dieses Videos. Ja? Und man sieht, okay, da wird halt die Person in ihren Aktionen ganz gut erfasst und jetzt kann man sich vorstellen, dass man daraufhin jetzt auf diesen Ausgaben des Systems hin auch agieren kann, dass sozusagen irgendwas ausgelöst wird, vielleicht Thema Alarmerkennung, dass man sieht, okay, da ist jetzt etwas Unschönes entstanden, sollte vielleicht irgendwo ein Alarm angehen. Das aber schon mal sollte reichen. Ich möchte jetzt ganz, die Techniker könnten vielleicht auch einmal das Video abbrechen, kurz bitte. Ich kann das jetzt hier gerade nicht mehr. Genau. So.
Jetzt bin ich wieder. Okay. Und warum ist das überhaupt KI? Jetzt könnte man sagen, jedes kleine Kind doch kann auch solche Sachen erkennen. Warum ist das jetzt super intelligent? Der Kniff ist halt, dass das System das Ganze gelernt hat. Wir haben dem Computer nicht erklärt, dass hier ist eine Person, die Person hat einen Kopf und die schüttelt mit dem Kopf, sowas in der Art, sondern wir haben einfach dem System hunderttausende Videos gezeigt, wo solche Aktionen von Menschen zu sehen waren. Und Sie sehen uns hier auf der rechten Seite, das sind alles so Trainingsvideos, wie wir es nennen. Das sind 5-6-sekündige Videoschnipsel, wo halt eine Person eine gewisse Aktion macht. Halt all das, was erkannt werden kann, wird tausendfach vorgeführt und nach einer Weile kapiert das auch ein Computer. Und was man aber auch wissen muss, dahinter steckt, das ist wirklich neueste Forschung, dass das so funktioniert, was das Video, was wir Ihnen gerade gezeigt haben, haben wir selbst vor 3 Monaten selbst noch nicht so genau gewusst, ob das so klappt. Jetzt haben wir das sozusagen wirklich so bewiesen, dass das so geht. Stichwort Deep Learning, das ist, was dahinter steckt, neuronale Netze. Möchte ich gar nicht weitergehen. Sozusagen die technische Ebene, ja. Ich möchte Ihnen jetzt noch ganz andere Beispiele nennen, die außerhalb von FendiBN laufen, einfach nur um Beispiele Bilderkennung vorzuführen, was Computer jetzt so machen können, ja. Und hier ist ein ganz praktisches Beispiel, glaube ich schon, ich weiß nicht genau, für mich selbst, aber es geht darum, dass man Bildsuche besser machen kann. Man kann, Zalando führt das vor, mit einer App jetzt einen Kleidungsgegenstand fotografieren und dann wird man halt, ja klar, direkt auf den E-Commerce-Shop geleitet, um dann das auch einzukaufen. Sozusagen das Shazam für Bilder, ja, falls Sie diese App kennen. Als anderes Beispiel ist einfach, ja, Oberthema verbesserte Qualitätskontrolle. Überall, wo mit visuellen Techniken auf produzierte Gegenstände geschaut wird, kann man jetzt besser schauen, ob die Qualität stimmt oder nicht. Und wie ich finde, sehr schönes Beispiel ist dieses Thema Precision Farming. Da geht es darum, dass man halt im besten Falle Pestizide viel gezielter einbringt in die Natur, dass man, das gibt es wirklich, Drohnen über Weinyards fliegen lässt und dann automatisch erkennt, wo wächst es nicht richtig, wo sollte vielleicht, ja, wo ist der irgendwie die Pflanze nicht korrekt sozusagen, oder wo sind irgendwie Bakterien oder was auch immer, Krankheiten sozusagen vorhanden und dass dann dort nur ein Pestizid eingebracht wird. Hier auf der rechten Seite, das ist auch so ein Roboter, der wirklich einzelne Unkrautpflanzen nur einen kleinen Spritzer abgibt sozusagen von etwas gegen dieses Unkraut und dann halt im Prinzip Düngemittelverbrauch sehr reduzieren kann. Aber ich wollte auch noch was von Chancen, sondern auch von Risiken sprechen. Hier könnte ich mir schon vorstellen, dass, ja, weil das wirklich Hightech ist, dass das im Prinzip das Thema war, natürliche Monopole, dass hier dann Firmen so groß werden, so stark werden, dass man dann auch als Gesellschaft sicherlich schauen muss, ob man das so haben möchte. Anderes Thema Medizin, eigentlich auch schon gehört, glaube ich auch recht gut vorstellbar, dass man sozusagen CT, MRT-Bilder jetzt auch vom Computer analysieren kann. Sehr, sehr guter Zweck natürlich, Tumorerkennung verbessern kann, dass man sozusagen den raren Radiologen, diesen Spezialisten durch ein solches System auch noch nicht ersetzen wird, sondern eher verbessern kann, sozusagen sein Throughput, sage ich mal so ganz salopp, verbessern kann, dass sozusagen die einfachen Fälle, wo man halt, wo Computer schon entscheiden können, ob das jetzt gutes oder bösartiges Gewebe ist, das zeigt man nicht mehr dem Radiologen, der kann sich auf seine Spezialfälle konzentrieren und dort seine Entscheidung fällen und sicherlich nicht die Entscheidung komplett dem System überlässt. Anderes Thema, Videoanalyse. Hier, da schauen wirklich Leute rein und hängen Videokameras in Shops auf, werden dort untersuchen, wo bewegen sich die Personen, wo bleiben sie vielleicht eher stehen, an dem berühmten Point of Sale sozusagen, wird der Konsument beobachtet im Prinzip. Man kann daraufhin irgendwie vielleicht die Gänge anders legen, Werbeplakate anders aufstellen. Solche Sachen probiert man daraus zu ziehen.
hier, ja klar, ist wieder das Thema Privacy eigentlich zu berücksichtigen, sozusagen von den Risiken, dass man nicht auch sicher ist, dass dann nicht auch noch die einzelnen Leute erkannt werden und auch wirklich getrackt werden über die verschiedenen Shops, über ja, ihr Online-Verhalten, solche Sachen. Da muss man sicherlich dann auch als Gesellschaft darauf achten, dass diese Systeme da ja, schon gut sind. So. Letztes Thema, Videoüberwachung. Hier wirklich ein Beispiel eines Systems zur Verbrechensaufklärung. Da sieht man hier auf der linken Seite, ist anscheinend gerade eine Prügelei am Gange sozusagen. Da hat irgendjemand gerade was Böses vor. Flieht dann tatsächlich durch die Gänge der U-Bahn. Und im Prinzip ja, sitzen halt dann Spezialisten davor, also ja, Polizisten im Prinzip, sollen dieses Verbrechen aufklären und eigentlich haben sie einen unauglich nicht möglichen Job vor sich. Sie müssen sich zehntausende Stunden von Videomaterial im Prinzip durchschauen und dann auf solchen ja auch nicht hochauflösenden, auf solchen Videobildern, wo viele, viele Menschen durchgehen, da sollen sie dann wirklich dann Leute wiedererkennen. Das ist für Menschen in der Möglichkeit, also gar kaum möglich, um alles aufzuklären. Ja. Da helfen Systeme sehr, sehr gut, um im Prinzip da schneller Leute wiederzufinden. Man kann sowas machen, wie dass man sagt, zeig mir jetzt nur Videosequenzen, wo eine Person mit Bart und mit Brille zu sehen ist. Und dann muss man sich halt nicht Stunden anschauen, sondern nur ein paar 10 Minuten, weil man halt vorher mal vielleicht ein Close-up von einem Straftäter gesehen hatte. Ja. Hier, ja, muss ich glaube ich nicht groß erklären, das ist ja klar, die Risiken sind da natürlich auch wieder Tracking von Einzelpersonen, die halt nichts begangen haben, die unschuldige Bürger sind sozusagen. Das müsste man schauen, was man da tut. Und jetzt komme ich sozusagen zum Teil, wo ich mich dann wirklich auf glattes Eis begebe, im Prinzip möchte ich mal als Techniker sozusagen auch hier in diesem Forum meine Anregungen weitergeben. Ich finde es schon mal gut und ich glaube, hier ist sozusagen Preaching to the Choir. Ich finde es sehr gut, dass man sich informiert, dass sich die Nicht-Techniker informieren. Denn ich sehe es immer so, dass in den Massenmedien im Prinzip auch KI sehr gerne, das Stichwort KI, Hollywood-KI sozusagen den Überhang hat sozusagen, dass man sich immer vorstellt, okay, verliebe ich mich jetzt in Siri, fährt das Auto jetzt die Oma um oder und schützt den Insassen. Solche Fragen sind sicherlich wichtig, aber eigentlich versperren sie auch den Blick auf die Fragen, die jetzt viel dringender sind. Um Privacy, solche Themen, wie macht man das mit den natürlichen Monopolen, die sich vielleicht aus die Akkumulation von Wissen in gewissen Companies entwickeln. Dann möchte ich auch definitiv sagen, ich bin auch großer Fan davon, die Entwicklung von KI hier in Deutschland, in Europa im Prinzip zu stärken. Das Thema auch kam eben auch schon an. Wollen wir wirklich von dem Silicon Valley, von China im Prinzip dominiert werden? Im Sinne einfach, weil die da Vorreiter sind, mehr in Kapazitäten reinstecken, da sollten wir aufpassen. Dann das andere Thema, Datenförderung ist genauso wichtig wie Datenschutz. Hier so als Beispiel, Präsident Obama hat sich tatsächlich einen sehr bekannten Data Scientist aus dem Silicon Valley als Chief Data Scientist seiner Regierung reingeholt und dieser Mann hat sich dann darum gekümmert, die Administration der US-Regierung Hilfestellen zu geben, wie denn Daten sinnvoll genutzt werden können. Wie kann die Bürokratie Daten so aufbereiten, dass dann auch andere diese nutzen können, um daraus gute Ideen zu entwickeln. Das habe ich bisher in Deutschland noch nicht gesehen, finde ich aber einen sehr spannenden Ansatz, weil Stichwort Open Data da immer noch zu wenig im Prinzip passiert und man gute Sachen tun kann mit Data Science und solche Sachen. Das sollte auch von oben mal grob gesagt, unterstützt werden. Letzter Punkt, sehe ich auch so, gewisse Anwendungen sollten reguliert werden. Ich bin beruhigter, wenn Video-Surveillance-Systeme, wenn sie in westlichen Ländern entwickelt werden, dass man denen genauso wie man Waffenlieferungen auch reguliert, auch drauf schaut, sollte man sich auch anschauen, welche Software wohin geht, würde ich mich besser fühlen.
damit beende ich mich, meinen Vortrag. So, Shutdown. Okay, Dankeschön. Vielen Dank. Dr. Hoppe, vielleicht können wir ja in den folgenden drei Talks manche Ihrer Fragen schon beantworten, hoffe ich. Wir machen jetzt eine kurze Kaffeepause. Wir würden Sie bitten, die Headsets, die Sie am Anfang ausgeliehen haben, doch jetzt gerne wieder zurückzugeben. Und dann geht es hier in circa 15 Minuten weiter mit dem ersten KI-Talk zum Thema KI und der Standort Deutschland. Dankeschön.